zu NASA, unserer neuen medienübergreifenden Gesprächsrunde hier auf dem Livestream vom Kulturstudio. Am Mikrofon ist Frank Stoner und wir haben uns was Neues gedacht. Wir wollen einen Salon machen, in dem wir die verschiedenen alternativen Medien bündeln und wir sind auf den schönen Namen NASA gekommen. Steht für notorisch abtrünnige Schwatzanstalt. Heute Abend ist Premiere, wir gucken, dass technisch alles klappt und ich rufe mal raus in die Runde. Ist denn im hohen Norden Michael ADF Grave am Start? Ja, hallo, liebe Grüße nach Chemnitz. Hier ist der Michael aus der Familie Grave. Ich grüße alle Schwatzonauten hier bei uns in der Runde und freue mich auf die Sendung. Yeah, und da rufen wir weit in den Westen hinaus. Vom Kulturstudio ist Boris Ellmann da. Yeah, ich bin auch hier. Grüß dich, Frankie, grüß dich der Rest und grüß dich, Leute da draußen. Dann rufen wir in den Osten nach Chemtown in Sachsen. Amok Alex, bist du am Start? Ja, schönen guten Abend alle zusammen, Mann, und natürlich einen riesen schönen guten Abend in die Elefantenrunde hier heute Abend bei NASA. Und wir rufen in den Süden nach Wien. Tom, who knows? Tom, bist du da? Ein herzliches Servus aus Wien, Vienna Calling. Yeah, super. Dann ist die Runde der Schwatzonauten zusammen. Und heute zur Premiere haben wir einen Gast eingeladen, wo wir uns wirklich freuen, dass er da ist. Denn er ist auch, ja, man kann schon sagen, ein Veteran ISO in den alternativen Medien hier in Deutschland. Aus München, Robert Stein. Willkommen bei NASA. Bitte. Ja, warte, ich muss jetzt mich an eure Stimmung einschwingen. Yo, 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 was geht, Mann? Fett am Start, die MC hier von Munich, Baby. Ey, Jungs, hey, geile Nummer, was macht ihr? Ja, das wollte ich gerade dich fragen. Was machst du? Was treibst du denn gerade? Was machen deine Projekte? Und vor allem wollte ich dich mal fragen, weil normal bist ja immer du derjenige, der alle interviewt. So, heute erzähl uns doch mal, ich meine, wie bist du eigentlich in diese ganze Truther, alternative Medienszene reingerutscht? War das schon immer so bei dir? Oder gab es irgendein besonderes Ereignis, was dich da so angezogen hat und aufgerüstet? Ja, das gab's wirklich. Das Kiffen ist schuld. Ich lasse jetzt mal die Hosen runter für alle, die zuhören. Ja, und zwar nicht ich selber habe gekifft, sondern ein paar Jungs in meinem Dorf haben gekifft damals. Und ich muss anders anfangen. Ich war damals 16 und hatte da bei so einem Feuerwehrausflug einen extremen Rausch. Weißt du, zum ersten Mal ohne Eltern unterwegs und so ein Feuerwehrfest irgendwo in Norddeutschland. Und ich habe mich so abgeschossen mit Alk und ich habe so viel Mist gebaut in dieser Nacht wie nie zuvor. Also ich bin in den Brunnen gefallen, ich habe die Bar umgeschmissen, ich habe ins Feuerwehrauto gekotzt und das waren nur die 4 Stunden, die ich noch weiß. Den Rest habe ich Filmriss. Aber das hast du doch bei der Silvesterveranstaltung bei Nuovo auch gemacht danach. Nee, so schlimm war es nicht, du. Silvester war schlimmer, aber nein. Ich am nächsten Tag bin ich aufgewacht, so in Schwein interessiert. Nur so Kommentar, ja, warst besoffen gestern, war nicht dein letzter Rauschen. Ich so, okay, viel Scheiße bauen, Alkohol ist cool. Keiner hat ein Problem. Und irgendwie in dieser Zeit, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, haben ein paar ältere Jungs in meinem Dorf irgendwie was gekifft und sind erwischt worden. Und ich schwöre euch, wenn man hätte Scheiterhaufen anzünden dürfen, dann hätten die gebrannt, okay? Das ging so eine Welle durch dieses kleine Dorf. Ich bin in Bayern aufgewachsen, in einem kleinen schwäbischen Dorf mit 2000 Leuten. Das war eine Hexenjagd. Und ich kannte die Jungs ja, die waren alles meiner Clique, weißt du, ein paar ältere Jungs einfach, die da einfach erwischt worden sind. Und die haben nichts gemacht, die waren einfach in der Wiese gelegen, total stoned, haben sich bekringelt vor Lachen und haben viel gefuttert hinterher und that's it, verstehst du? Und da dachte ich mir, okay, hier irgendwas stimmt hier nicht, ja, so... Mit meinen süßen 16 Jahren, so klein und unschuldig in dem Dorf gesessen, dachte ich mir, da baust du Scheiße ohne Ende. Echt, wirklich wahr, in dieser einen besoffenen Nacht habe ich mehr Mist gebaut wie den Rest meines Lebens. Und das hat kein Schwein gejuckt. Und dann aber, wenn jemand einfach nur über den Sinn des Lebens nachdenkt und sitzt dann auf der Wiese und zählt die Gänseblümchen oder freut sich über eine Portion extra Pommes, das ist dann ganz, ganz schlimm. Ja? Und das habe ich nie verstanden. Und da war so der Grundzweifel gesät worden, hier ist irgendetwas faul, irgendetwas stimmt hier nicht. Ja? Und natürlich dann im Laufe der Zeit kriegt man natürlich einen besseren Einblick, aber bei mir war es ganz klar, ich habe es glaube auch schon ein paar Mal erzählt, das größte Erweckungsereignis war definitiv 9/11. So nach Motto, wenn die uns auf so einer gigantischen Ebene verarschen können, dann muss noch mehr da sein. Und natürlich war es dann auch mein Lieblingsthema Mondlandung, weil ich bin ja
mein Leben lang schon Luft- und Raumfahrt begeistert gewesen. So, ich habe ja auch meine Fliegerausbildung gemacht. Also ich hatte schon immer ein Faible für Weltraum und Raketen und Space Shuttle und Apollo und so weiter. Und Apollo hatte ich ein Bilderband von meinem Vater von 1972. Am Ende der Apollo-Missionen hat er so ein großes Buch, so einen wirklich fetten Wälzer, das hat bestimmt jetzt schon einen historischen Wert, hat der gehabt. Und das war mein erstes oder eins meiner ersten Bilderbücher. Ich konnte halt nur die Bilder anschauen und Apollo war immer so, wow, wie geil. Tja, und dann habe ich mal so einen Vortrag gehört von einem Herrn Gernot Geise und der hat gesagt, das stimmt alles gar nicht. Und ich dachte mir, boah, krass, Blasphemie, dem haue ich jetzt eine rein, was soll denn das? Und dann habe ich das Buch gelesen und den Vortrag gehört und bin dann ganz still geworden und habe nachgedacht und habe festgestellt, holy shit, was ist jetzt los, gell? Und dann kam natürlich in mir der Wunsch, da zu verstehen, was passiert jetzt eigentlich. Und das kam das eine zum anderen. Und dass ich jetzt mit euch quatsche hier, das ehrt mich ehrlich gesagt sehr. Und zum anderen finde ich es natürlich saugeil, dass wir dann anfangen, dem System da in den Arsch zu treten damit, ja. Ja, auf jeden Fall, Robert. Wir freuen uns natürlich auch, dass du dabei bist und dass du heute auch in der Premierensendung sozusagen hier unser Gast bist. Ja, vielleicht wollen wir noch mal ein bisschen was über das Format sprechen für die Leute, die mit zuhören. Wir haben praktisch vor, dieses Format, die Schwatzanstalt, in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, so vielleicht alle 4 bis 6 Wochen. Da schauen wir mal, wie das auch terminlich passt. Und wir denken, dass wir so ein Stammteam sind von 5 Leuten, also der Alex, der Boris, der Frankie, der Tom und meine Wenigkeit und habe ich alle dabei, keinen vergessen, nein, okay, und wir laden uns dazu immer einen Gast ein aus anderen Medien, alternativen Medien oder neuen Medien, ja, und schauen mal, wie diese Gespräche so weiter funktionieren. Oder was sagst du, Frankie? Ja, vielleicht sollte man auch nochmal den Tom hier ins Spiel bringen. Also Tom, who knows, ist ja auch noch nicht so super lange auf der Szene oder sehe ich das anders. Aber ich kenne dich, glaube ich, erst seit ein paar Monaten so, kenne ich deinen YouTube-Kanal. Erzähl doch du mal, Tom, ein bisschen. Ja, ein Frischling, ein Jüngling in der Runde sozusagen. Bei mir hat es begonnen 2011 mit der Occupy Wall Street-Bewegung. Ich war bis dahin 15 Jahre in der IT tätig und habe diese Anonymous-Bewegung weiterverfolgt. Und bin dann irgendwie zu meinem Schockieren draufgekommen, dass die Wall Street-Bewegung ja niedergeknüppelt wurde damals von der Polizei. Und ich dachte mir, ja, das ist morgen gleich in der Kronenzeitung bei uns in Wien. Falsch gedacht. Es hat über 3 Wochen gedauert, bis ein kleiner Merksatz kam. Und da habe ich begonnen, irgendwie meine Zweifel zu haben, was das System ist. Und ich habe mir das zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen können. Und habe dann begonnen, ein bisschen tiefer zu recherchieren, diese ganzen Bilderberger und dieses ganze Wirtschaftssystem und so weiter. Und wirklich begonnen und, sage ich mal, auskagelt auf Wienerisch, hat es mich, wie Medvedev 2011 eine Rede zur Nation gehalten hat, zum Thema Raketenabwehrschild, wo er Beinhart meinte, von wegen, ja, wenn die Amerikaner mit der NATO den Raketenabwehrschild weiterbauen, dann wird Russland diese Stellungen im Osten zerstören und infolgedessen habe ich in Auftrag gegeben, die Atomsprengköpfe an die Grenzen und so weiter und so weiter. Und es hat mich dann wirklich 3 Tage und 3 Nächte komplett gebannt, weder Schlaf noch Essen, und ich habe wirklich begonnen, einmal alles nochmal neu zu recherchieren, und das war mein großes Erwachen sozusagen. Und seitdem habe ich probiert, sukzessive wirklich alles, was ich bislang wusste, was ich von der Schule lernte, medial, gesellschaftlich, wirklich einmal alles zu löschen, alles neu aufzubauen, und bin auf sehr interessante Themen gestoßen, ging dann weiter auch in die Spiritualität, und so wandere ich durch das Internet seit circa 5 Jahren, habe vor 2 Jahren begonnen mit einem kleinen Internetblog. Das ist tomonos.com und eine Facebook-Seite, die mittlerweile gleich 5000 Leute hat. Und der YouTube-Kanal kommt auch ganz gut an. Und seitdem versuche ich irgendwie mehr oder weniger hauptberuflich die Leute zu informieren und inspirieren und so viele Leute zum Nachdenken und zu sich selbst zu bringen, wie es nur geht. Ja, und ich finde, das machst du echt total hammergut. Zum Beispiel, du hast ein schönes Video gemacht nach den Brüssel-Geschichten dort, wo der Herr Strunz dort was im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ah, das musst du mal erzählen. Das fand ich total klasse, was du da hast. Ja, es gab da, wir wissen ja, wie die Medien teilweise funktionieren und dass sie halt ab und zu so richtig zu den Randnebenzeiten so Berichte bringen, wo sie halt beinhart die Zuschauer brainwashen. Diese Menschen sind ja Experten in NLP und Körpersprache
und medialen Techniken. Und ich habe dieses Video hergenommen im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ich glaube, das war vor knapp einem Monat, wo dieser Herr Strunz, glaube ich, heißt er, gemeint hat, ja, wir müssen jetzt unsere Freiheit für die Sicherheit aufgeben und wir sind im Krieg und wir müssen uns daran gewöhnen, wir haben israelische Zustände und wir müssen unsere Kinder da irgendwie auch adaptieren und wir müssen einfach zurückstecken. Wenn wir wirklich Freiheit wollen, müssen wir der Sicherheit irgendwie weichen. Und ich habe diese Videos dann einfach hergenommen im Sinne des Zitatsrechts und habe ein Video draus gemacht und habe das alle paar Minuten gestoppt und habe halt meinen Senf dazugegeben und das Video ist ziemlich gut angekommen, weil die Menschen zum ersten Mal gesehen haben, wie das funktioniert. Und ich glaube, den meisten Leuten ist ja nicht einmal bewusst, dass die Leute das vom Teleprompter ablesen und irgendjemand dieses Skript oder diesen Text schreibt, wie bei einer Rede von Obama. Und da waren ziemlich viele Leute schockiert, was mich einerseits gewundert hat, weil ich mir dachte, wie es halt so ist, so aus meiner Perspektive, ja, ist eh klar und sieht doch eh jeder, es ist ja ganz logisch, oder? Nur es sieht eben nicht jeder und jeder hat da so seine persönlichen Filter. Ja, es ist also ja so, ich meine, dieses Video, diese Aussagen da von dem Strunz, zum einen ist es ja nicht irgendjemand, sondern das ist ja einer der einflussreichen Journalisten hier in Deutschland. Der war ja vorher, glaube ich, auch bei Springer, wenn ich mich recht erinnere. Er hat, glaube ich, sogar bei der Bild, glaube ich, oder beim Springer eine eigene Sparte bekommen. Also es ist ja extra was für ihn auch dort gemacht worden. Er ist auch, glaube ich, bei mehreren Blättern irgendwie Chefredakteur gewesen. Also sein Wiki-Eintrag liest sich wie eine lange Liste. Also es ist kein Unbekannter in der Szene. Ja, ganz genau. Das liest sich, wenn du ganz genau so ist es, wenn du den seinen Eintrag liest, dann siehst du auch schon, okay, guck mal, welche Medien alle da vernetzt sind, wie die alle irgendwie zusammenspielen. Ich meine, da hast du Printmedien, Springer, dann hast du eben Sat.1 Fernsehen, so, das sind dieselben Konzerne so, ja. Also das ist mein, so der Mann ist ja, ist einflussreich. Das ist nicht der Praktikant, der da im Frühstücksfernsehen mal irgendwie einen Kommentar raushaut, sondern da wird dann schon eine Agenda mal transportiert bei solchen Leuten, ne. Und krass fand ich halt auch, okay, die Aussage ist heftig, ja. Aber letztens für uns kommt es doch nicht überraschend, oder? Ich meine, Robert, du bist jetzt auch schon so lange hier in diesem Spiel tätig. Wir wissen das schon lange, dass wir belogen werden. Wir kennen deren Agenda und trotzdem irgendwie schockiert es dann immer wieder, wenn es dann tatsächlich passiert, wenn der dann auf einmal dann echt im Fernsehen jetzt sagt, wir sind im Krieg. Ja, was das bedeutet so, ja. Das ist so krass, oder? Das war keine Satire, also es war keine Satire, weil Satire ist ja im Moment so im Kommen, aber der meint es wirklich ernst, also im Frühstücksfernsehen. Du kannst es ja heutzutage gar nicht mehr auseinanderhalten, was Satire ist und was Nachrichten sind, das muss man mal ganz ehrlich sagen, ja. Also meistens ist es ja so, dass wenn es sich nach Satire anhört, sollte man erstmal schauen, ob es sich wirklich Realität ist. Weil es ist öfter Realität als Satire, finde ich, in letzter Zeit. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Beispiel? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr darüber gerade gesprochen habt. Es gibt in Österreich gab es eine Talkshow, wo dieser Dirk Müller mal mit dabei saß und irgendein Chefredakteur vom Standard hat dann zu ihm gesagt, es gibt in der Ukraine überhaupt keine amerikanische Einflussnahme. Überhaupt nicht. Das ist eine rein russisch-ukrainische Geschichte und so. Und der Dirk Müller hat ihn dann so total verdutzt angeschaut. Sie machen jetzt Satire oder was? Das meinen Sie jetzt nicht ernst, oder? Und der Typ hat es stockernst gemeint irgendwo. Ich weiß nicht, ob der zu blöd war oder ob er einfach den Text abgesagt hat, den er sagen musste. Aber der Müller ist dann einfach wirklich fast vom Stuhl gefallen. Er hat so zum Lachen angefangen. Weil wenn jemand behauptet, in der Ukraine gab es keine Beeinflussung von außerhalb, dann hat er entweder die letzten Jahre im Koma gelegen, ist zu doof dazu oder ist ein Desinfo-Agent. Ja, das kann man bitte betreffend ankreuzen. Ja. Wie seht ihr das dann überhaupt? Glaubt ihr, also sind die tatsächlich so in ihrem Mikrokosmos, dass die nichts mitkriegen? Sind das so Überzeugungstäter oder sind das wirklich Typen, die Leute verarschen? Wie würdet ihr das einschätzen? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden, oder? Also nehmen wir mal den Klaus Kleber. Das ist ja auch, mein ist Klaus. Ja auch, der hat ja auch einen Preis bekommen. Propagandaschau hat ihm ja zum zweiten Mal hintereinander, welcher Erfolg, den Preis der Maulhure des Jahres verliehen. Das muss man auch erstmal schaffen. Da ist also schon eine gewisse Leistung nötig, um so einen Preis abzuräumen. Also Respekt. Die haben dann natürlich mal aufgelistet, was der alles macht. Also für das Ministerium für Propaganda und Agitation wäre also führender Mitarbeiter, wenn nicht sogar der Minister. Ich erinnere euch an diese unsägliche Geschichte, wo er über die RFID-Chips hergezogen hat, so nach Motto, oh ja, so das haben wir noch nicht. Das sind die in Afrika weiter wie wir. Ja, unglaublich. Ja, sage mal, da müssen wir aber nachziehen und so weiter. Der Mann war ja die Co-Moderatorin, die dann so meint am Schluss,
die sind uns manchmal einiges voraus. Aha, ja, wunderbar. Also Gundula Gause, oder? Diese blonde Dame, diese höfliche, hübsche. Sind alle blond. Sind alle blond. Wenn du als Frau ins Fernsehen gehst, get thin, get blond. Ja, das ist die Maßnahme, die man alle hat. Ja, aber so die ich glaube, er weiß, was er tut. Ich glaube auch, er macht es absichtlich, aber ich glaube nicht, weil er bösartig ist, sondern weil er in diesem Gedankenmuster verhaftet ist. Der ist geprägt worden durch sein Studium, durch seine Arbeit in Washington. Ich glaube, der war auch Hauptstadtleiter vom ARD-Studio oder vom ZDF-Studio, ich weiß es nicht mehr. Der hat jahrelang als Korrespondent da drüben gearbeitet. Der sitzt in den Thinktanks mit drin. Der wird hofiert seit seinem Studium und bewegt sich unter seinesgleichen. Und die glauben das dann auch. Die haben so eine Denke irgendwie, so nach dem Motto, wir müssen das jetzt machen irgendwie. Ja? Das ist useful idiot. So könnte man es doch auch bezeichnen, oder? Tja. Das ist natürlich echt eine sehr gute Frage, ganz ehrlich. Also ich denke darüber schon so lange nach. Und ich weiß es nicht, es würde mich so interessieren, ab wo in dieser Pyramidenstruktur, ab wo sind die Leute nicht mehr nur einfach glauben das, sondern ab, weil was sie tun, sondern ab wo fangen die an, die wirklich eiskalt sind, ja, die auch eine Agenda dahinter irgendwie kennen. Und gerade bei den Medien ist es schwierig einzuschätzen. So. Ich meine, klar, man wird sich vorstellen, der ist halt einfach so erzogen worden, der hat nie was anderes gesehen, der hat schon an der Universität sowas gelernt und dann irgendwie vielleicht ein Jahr in den USA studiert und dann wächst du halt mal rein in diese Thinktanks, sodass du da so ein gewisses Weltbild hast. Weil ich meine, in den Medien möchte ich nur mal das Beispiel BBC in die Runde werfen, was dort auch dann schon für Verbindungen waren zu richtig düsteren Dingen, wie die ganzen Kindesmissbrauchsgeschichten. Also das ist echt so eine Frage, wo ist da die Grenze? Also ich hätte da ein gutes Beispiel hier. Entschuldigung, ich muss gerade schlucken. Ich hatte ein gutes Beispiel und zwar vom Tom. Tom hat doch mal Thilo interviewt und Thilo kommt mir jetzt nicht so als wirklich dumm vor und den schätze ich mit einem gewissen Intellekt ein. Und er hat da ohne Scheiß in der Sendung rausgehauen. Tom, kannst du mir da gleich nochmal ein bisschen wiedergeben, dass 9-11 doch auf gar keinen Fall was anderes war als Osama und seine 14 Räuber oder 19 Räuber. Er hat gesagt, da ist alles geklärt. Da hat alles geklärt, genau. Tom, was schätzt du ein? Wie schätzt du den Thilo ein? Du hast ihn ja auch nicht als total blöde eingeladen, so als Gast. Ich meine, da lädt man sich keine Vollpfosten ein. Was hast du gedacht? Was ging dir durch den Kopf, als er diese Antwort gegeben hat? Ich habe versucht, nicht zu bewerten. Nein, im... Das Interview ging ja schon, wir haben ja schon versucht, das seit Monaten zu machen und er war irgendwie nicht ganz drauf vorbereitet und irgendwie hat das, so hat es für mich den Anschein gemacht, irgendwie nicht ganz ernst genommen. Wir hatten dann doch ziemlich viele Leute am Stream und er meinte dann so, naja, er möchte sich da gar nicht so äußern, er äußert sich normal nicht zu seiner Einstellung und so. Und ich habe gemeint, naja, nicht böse sein, aber das war das Interview, du hast das gewusst, da kriegen wir schon hin. Und dann kam eben diese Aussage mit 9-11 und da hat es mich echt, ja, finnerisch vom Scheiß erkaut. Also, das war, ich habe nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Ich habe da noch nicht drauf geantwortet. Ich habe nur so einen Blick am zweiten Bildschirm gesehen, wie der Chat auf einmal immer schneller wurde. Die Leute waren ziemlich pisst. Aber das Ding ist, ich muss ihn auch, eine Ehrenrettung, ich muss ihn auch vielleicht ein wenig in Schutz nehmen, weil ich glaube, dass er weiß sicher mehr, als er gesagt hat. Und ich glaube, er versucht da einfach diesen Spagat zu machen zwischen da in der Bundespressekonferenz weiterhin bleiben zu dürfen und ja. Ja. Genau. Ja. Da haben wir quasi schon einen Ansatzpunkt. Er fügt sich quasi der Wahrheit oder er bricht mit der Wahrheit für seine eigenen Vorteile, oder? Also das mit 9-11, da glaube ich zumindest, dass er davon überzeugt ist. Ich meine, es ist ja immer so eine Auslegungssache, aus welcher Sicht man das betrachtet, aber er hat die Aussage getätigt und jeder ist halt dafür zuständig, was er von sich gibt. Und wenn er meint, dass da alles geklärt ist und dass die Verschwörungstheoretiker da quasi verstummen sollten, man kann sicher das Interview nachträglich auf meinem YouTube-Kanal nochmal anhören. Das ist das einzige Video leider mit mehr Daumen nach unten als Daumen nach oben. Es hat mich geschockt. Es hat mich leider geschockt, weil ich mir dachte, hey, Thilo Jung und die Fragen, die er da immer stellt und echt, die überlegen sich ja da was und sind schlaue Jungs und so weiter, alle mit dabei. Und haben mir gedacht, jetzt, der haut da mal am Tisch und sagt so, was so seine Meinung ist, was so seine Sicht der Welt ist. Nur irgendwie ging das nicht so wie geplant. Leider. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, das ist schon komisch irgendwie, ne? Dass man da letztendlich immer...
ja, denkt so, Mensch, der macht ja auch gute Interviews, er stellt ja auch gute Fragen dort und führt die ja auch richtig vor. Ne? Da denkt man ja immer, mein Gott, der Typ, der muss doch eigentlich auch total drin sein. Ne? Aber man merkt dann gerade, das war auch nochmal so ein Eye-Opener hier bei dir, das Interview mit ihm, dass die dann auch ja auch wieder nur begrenzt sind. Aber das habe ich auch bei vielen gehabt, sagen wir mal, bei einigen, die aus der alternativen Szene sind, also die auch da relativ bekannt sind. Vor Jahren, also kann ich auch mal aus dem Nähkästchen erzählen, ich habe vor bestimmt 4 Jahren muss das her sein, 3, 4 Jahre ist das her, da habe ich Christoph Hörstel mal kennengelernt, privat. Und da hat er zum Beispiel auch gesagt, so Chemtrails, was ist das denn? Wüsste ich nicht, Verschwörungstheorie. Und jetzt mittlerweile ist er aber einer, der sich damit auch befasst hat und bringt das auch mit raus, ja. Also da habe ich auch gedacht, Mensch, also der hat halt auch sein Fachgebiet, ja, der Christoph Hörstel, das ist halt seine Nahostgeschichte und Afghanistan und so weiter, wo der halt sich absolut drauf fokussiert. Und das ist klar, dass dann viele tausend andere Themen, mit denen wir uns alle beschäftigen, dass die ja auch irgendwo untergehen und da nicht auf dem Bildschirm sind. Ne? Also könnte ich ja verstehen, ne? Aber 9/11 ist nun so ein Ding. Ja, okay. Ja. Da baut alles drauf aus, alles. Aber lass uns doch nochmal den Alex mit reinholen ins Gespräch. Alex, wir wollen ja so ein bisschen auch plaudern über das, was so in den letzten Wochen oder aktuell passiert ist, dass wir da mal ein bisschen schwatzen drüber. Nee, ich hör mal einfach mal jetzt im Moment zu, weil das ist sehr interessant für mich als Amerikaner zu hören, dass zum Beispiel Tom, was er sagt als Österreicher und dann natürlich, was ihr als Deutsche sagt und sowas über die ganzen verschiedenen Themen. Und es ist interessant, weil als ich mal als Verkaufsleiter unterwegs war für eine große Elektronikfirma, habe ich alle deutschsprachige Räume betreut. Unter anderem Schweiz, auch die italienische und französische Bereich. Aber das geht einfach darum, ist, dass die Österreicher haben immer etwas anderes gedacht als die Deutschen, wenn ich mal das so sagen darf. Ja, wir werden so erzogen. Ich meine, da gibt es mal eine schöne Anekdote, wo mal da eine unmessbare Draht wurde hergestellt und keiner könnte mal herausfinden, weil das Draht nicht messbar war. Die Deutschen, die Amerikaner und so weiter. Keiner könnte mal, weil das Draht unmessbar war, könnte feststellen, wie man ein Loch durch diese Draht bohrt. Und die Österreicher haben mal diese Hersteller angerufen, die haben gesagt, wir verstehen nicht. Was wollen Sie? Wollen Sie ein Loch durchgebohrt oder komplett mal das Ding so leer in der Mitte gemacht, weißt du? Und das ist dann schon wieder eine andere Seite, weil ich habe mal auch als Dienstarbeiter aus Österreich gehabt. Und es ist ein sehr interessanter Unterschied, weil sicherlich, obwohl das die gleichsprachige Raum ist, ihr seht das Leben etwas anderes an als die Bayern, und die Bayern sehen das etwas anderes, als was man der Rest des Deutschland mal nennen Bayern würde. Bayern gehört ja zu Österreich irgendwie dazu, oder nicht? Naja, ich weiß es nicht. Also so Bayern ist doch mal ein bisschen anderes als Österreich, fand ich mal. Also ich habe mal die Gelegenheit, mal die größten Teil von Österreich mal zu sehen gehabt. Und es geht nur einfach darum, es ist interessant, die verschiedenen Meinungen, weil ich gehe davon aus, dass nicht alle Moderator, die hier in Deutschland bekannt sind, sind auch bekannt in Österreich, weil ihr habt mal auch ihre eigene Moderator dort. Was ich mal nur sagen wollte, ist zurück jetzt mal auf dieses, der Strunz und alles drum und dran, was diese Leute, die hinter der Kulisse, ob die das mal bewusst sagen oder nicht, das muss ich mal einerseits von meiner Seite sagen, dadurch, dass ich mal mehrere Jahre bei öffentlichem Radio und Privatradiosender gearbeitet habe, so wie die meisten Leute das mal mittlerweile mitgekriegt haben. Ich denke, und es ist mir mehr als bewusst geworden, ist, dass so wie das hinter der Kulisse funktioniert in öffentlichen Medien, ist sehr, sehr einfach. I make you, es ist so wie bei der Film Der Pate. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Und die tun das entweder, du verlierst deinen Job mit denen, dass du mal, was weiß ich, mal 10.000, 15.000 Euro im Monat verdienst. Oder du spielst das Spiel mit und wir bringen dich ganz groß raus. Mhm. Das ist deine Wahl.
Ja, so ungefähr, glaube ich, auch wird es ablaufen. Aber die Frage ist halt, ab wo ist das Level, wo die Leute dann nicht mehr an die, also nicht mehr an dieses Weltbild auch glauben und es nicht mehr aus Korruption machen, sondern ab wo ist es da, wo du Frank, dann, es spielt keine Rolle, was die glauben oder es spielt keine Rolle, was die glauben oder nicht glauben. Es kommt darauf an, ob das mal eine fünfstellige oder eine vierstellige Zahl ist. Tja. Das habe ich selber auf meiner eigenen Leib erlebt. Also apropos Kohle, ich meine, mal eine private Frage. Hat eigentlich Putin bei euch diesen Monat pünktlich überwiesen? Auf jeden Fall. Also Robert, ich habe meine Rubles. Ich habe meine Rubles noch, ne? Aber das Problem ist, dass die Bank hat jetzt mal das Geld gewechselt und die sind nicht mehr gültig. Ach so. Ich frage nur, Robert, hat Putin bei dir diesen Monat pünktlich überwiesen? Weil du weißt ja, Putin diesmal, bezahlt diesmal uns ultra doch. Genau. Ich habe gleich die neue Drohne bestellt, ja. Kam gestern an und das ist the latest shit, den habe ich jetzt am Start. Nee, ist kein Witz, ich habe wirklich so ein Teil am Start. Putin hat sich da leider nicht beteiligt, aber ich schwöre euch, dass das in Zukunft noch eine geile Nummer wird. Ich habe das Ding jetzt schon eingeflogen und bin da am Machen und ich sag euch eins, das Ding wird mir noch viele, viele gute Dienste leisten. Jetzt nicht, um hier das Spionage zu betreiben, sondern lasst euch mal überraschen, was man mit dem Teil alles machen kann. Das ist echt der Hammer. Eine 4K-Kamera an vier Propellern drangehängt, da hätte, wenn du das vor 20 Jahren jemand gesagt hättest, der hätte gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ne? Hey, hey Robert, was willst du uns damit sagen, dass der Peso liegt besser mal zu Euro als der Dollar jetzt im Moment, oder wie? Nein, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. nein, aber ist Alex, okay. Ich finde es schön, mit dich mal zu treffen. Ich habe jetzt schon den Frank kennengelernt und ich habe bis jetzt immer nur von dir gehört. Also ich finde es schön, dich mal jetzt hier so kennenzulernen. Weil, es ist mir eine große Ehre. Weißt du, nicht jeder will mich mal dabei haben. Ich bin mal ziemlich eine Einzelgänger. Na, und das Interessante dabei ist Robert, wenn ihr mal erzählt habt, als ihr mal, ich bin der alte Sack in der Runde hier. Na, ich bin ein 60er-Kind. Und das Witzige dabei ist, dass für mich alleine, da musst du mir mal vorstellen, als du mal erzählt hast über deine Kiffenzeit, das war mal bei mir die erste Mal 1972 gewesen. Okay, und als ich mal so ein bisschen in diese Szene reingekommen bin, diese Truther-Szene, für mich selber, weil das war zu einer Zeit, das war sehr schwer in Amerika. Das war gerade, ich bin nach Deutschland 1985 gekommen und das war gerade als... wer war das? Der Reagan, der Jimmy Carter ersetzt hat und er hat diese Freedoms Act gecancelt, beziehungsweise eine Kappe draufgelegt. Wisst ihr, was das Freedoms Act ist? Ja, leg's doch mal kurz da. Ich glaube, also ich weiß nicht. The Freedoms Act, wenn man daran erinnern kann, ich habe mal zu der Zeit in Miami, Florida gelebt. Und das war die Zeit, wo Fidel Castro quasi seine Gefängnisse geleert hat, weil Jimmy Carter gesagt hat, ist, dass irgendwelche Kubaner, die rüber nach Amerika kommen wollen, dass er wird die mal mit offenen Armen aufnehmen. Und diese Freedoms Act, was das war, ist, dass jeder Journalist hat einen Zugang zu Agenten, die Regierung gemacht hat, um Informationen für sich zu sammeln, sodass die darüber berichten können. Und nachdem, dass wir diese Aufnahme von Fidel Castro hat seine Schwerverbrecher alles aus dem Gefängnis gelassen. Er hat ihn dann mit dem Boot rüber nach Miami geschickt. Und diese Leute haben wir dann aufgenommen unter die Autobahn. Na, diese ganze Cocaine-Szene, das ist das, was ich erlebt habe an die Straßen in Miami, bevor ich nach Deutschland kam. Na, weil ich habe mal diese Autos, die Porsche, die Ferraris, die Bentleys, die Rolls-Royces und sowas mal so modifiziert beziehungsweise veredelt. Und ich habe für diese Leute gearbeitet. Ich meine, ich kann dir erzählen, wie das ist, wer vier Affen oder Gorillas reinlaufen mit diesen Seesäcken, was die Militär hat, wenn die mal auf die Marina erstmal abhauen für 6 Monate, gefüllt mit 10- und 20-Dollar-Scheine. Oh. Na, um ein Auto zu bezahlen, $120.000.
zack, auf dem Tisch ein 10er und 20er Scheine. Oh. Als Beispiel. Na, und in 85 und Reagan hat mal eine Kappe auf diese Freedoms Act mal gestellt. Und diese Freedoms Act war der Zugang zu Informationen, was innerhalb der Regierung passiert, welche Agenden, welche Gesetze, die mal als Vorschlag reingeworfen werden und sowas. Und seit dann ist das so. Und das ist, wo ich gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Und als ich dieses Jobangebot bekommen habe hier in Deutschland, habe ich gesehen, was wieder, das kommt denn alles zurück auf diese Obamacare-Scheiße und sowas, dieses Sozial- Gesundheit, Medizin und sowas und homöopathische und alles und dann, und ich habe mich mal ein bisschen informiert über Deutschland. Ich habe gesagt, hey, das ist doch geil, man. Also so war das früher in Amerika vor Franklin D. Roosevelt. You know? Und ja, und seit 30 Jahren bin ich da. Aber the Freedom Act, auf jeden Fall Informationen, was die Regierung macht und sowas, der ist eine Kappe von Ronald Reagan dran gemacht worden, wo die Journalisten und so weiter keinen Zugang dazu mehr haben. Punkt aus. Sorry about that. Ich wollte nicht jetzt gerade ableiten und so. Kein Problem, kein Problem. Auch eine tolle Info. Wie hast du das eigentlich mitbekommen, als du nach Deutschland gekommen bist? Wie war das für dich, so dieses geteilte Land zu sehen? Hier Deutsche, da Deutsche, Ostdeutschland, Westdeutschland, Berlin, Sonderstatus. Ja. Wie war das für dich, so als Fremder hierher zu kommen? Well, das ist interessant, dass du das fragst, Robert, weil ich bin Ausländer auch in Amerika. Ich bin der Erstgeborene in meiner Vatersfamilie, Amerikaner. Aha. Na, meine Mutter und Vater, die sind beide Flüchtlinge aus Russland, war Zweiter Weltkrieg gewesen. Okay, aha. Also ich bin, mein Vater hat meine Mutter in Amerika kennengelernt, beide Russen. Na, und interessanterweise, wir haben das mal, Frank und ich, wir haben darüber gesprochen in meiner Sendung, ist das mein Urgroßvater mit Nachname heißt von Schwarzenberg. Ach. Ja. Geil. Und meine Uroma heißt Gretschajana. Na, was ein Ort in Russland gewesen war, wo das war eine Mennoniten Sachen. Und das ist jetzt allein nur meine Mutters Seite. Meine Großmutter, meine Mutters Mutter, ist in Mexiko geboren worden, weil meine Uroma eine Archäologin gewesen war. Und von meinem Vaters Seite habe ich mal, so wie die meisten Hörer das mittlerweile gesehen haben, bei uns auf die Facebook-Seite, ist, dass wir haben eine Wappen zu unserer Familie. Und Mario Paz hat damals gesagt, ist das okay, die Farbe blau-weiß, ja, deine Familie hat natürlich die Elite gedient. Ja, ich habe so eine DNA-Forschung gemacht. Und das Ding war, ist, dass für mich mal nach Osteuropa, in ein geteiltes Land, ich wollte immer nach Ostdeutschland kommen, weil meine Wurzeln sind Russen, sind Russisch. Und ja, die Sprache bin ich mächtig. Ja, das ist mal wie meine Muttersprache, Englisch. Mhm. Und ich wollte immer drüben. Okay, nach der Wende. Ich habe in Goslar zu der Zeit gewohnt, so Wernigerode und sowas. Wir waren direkt an die Grenze. Und wir haben ein paar Gas-Jeeps gehabt, mit denen, dass wir durch die Gegend gejagt haben, mal schön im Harz, ne, Mountains und so weiter. Und wir brauchten mal für unsere, das war eine mechanische Benzinpumpe, und wir brauchten mal eine Dichtung. Und ich habe mal eine Six-Pack-Bier eingepackt in meine Mini 1800, und wir sind rüber nach Wernigerode gefahren in diese russische Kaserne. Und der Leutnant, ich habe mal mit denen gesprochen in Russisch, der hat uns gleich mal in die Kaserne eingeladen hier, wir haben Bier aufgemacht, und er hat seine Patronen auseinander genommen und dann die gefeilt und sowas. Und somit hat er mal mir die Dichtung mal mit Hand gemacht, angefertigt. Also das war großartig. Mhm. Das war das, was ich erlebt habe. Okay, als die Mauer stand, habe ich das nicht erlebt. Aber nach dem Mauerfall, direkt nach dem Mauerfall, also ich war begeistert. Ich war mehr begeistert von den neuen Bundesländern als von Westdeutschland. Weil die Westdeutschen, die waren, das gab es diese kapitalistische, so, naja, hier, ich fahre mal eine 3er BMW. Ich habe nichts in den Kühlschrank zu fressen, aber meine Penisverlängerung ist eine 320er I36 und ich habe eine schöne Boss-Hemd an und so weiter und so fort. Ich meine, ich habe mal in Frankfurt gewohnt, auf die Fressgasse, da bei Alter, wo die Weinfest immer haben, da beim Alter Oper und sowas. Und ich habe das alles gesehen.
Na, aber als ich nach Deutschland, nach Ostdeutschland kam und über die Dinge, also sobald das man gehört hat, man meinen Akzent, kam ich gleich in Gespräch in die ganze Bar. Und das war ernst gemeint. Hey, wo kommst du hier? Oh, geil, na cool. New York, ey, was machst du hier? Und bla, 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 bla. Zum Beispiel in Krefeld war ich mal dienstlich unterwegs. Ich saß dann in einer Bar, in einem Gourmet-Hotel. Ich war Verkaufsleiter. Okay, dementsprechend habe ich mich auch durch die Firma so, wie sagt man, Spiel repräsentiert, wenn ich mal das so sagen darf. Ne? Mhm. Ich bin Verkaufsleiter, na, natürlich mal schönes Auto, schönes Aussehen und das und das und das und gutes Hotel und sowas, weil man muss mal was darstellen. Verstehst du, was ich meine? Wir sehen das mal jeden Tag. Ne? Und ich sitze in der Kneipe und ich trinke mal meine Cognac und ich rauche mal eine Zigarre und ich habe mal kein Feuer und ich gucke der Typ an neben mir und ich frage ihn, ob ich mal sein Feuerzeug benutzen kann. Ey, der hat mich mal angestarrt, als wenn ich mal seine Oma ausgeraubt habe. Okay. Und das war der Unterschied. Mhm, na, ich habe mal in die neue Bundesländer nach die Wende diese Spür gehabt, wie das war in die 60er, 70er Jahre in Amerika. Na, an Sonntags mache ich mal den Motorhaube von meiner 64er Plymouth Sport Fury auf. Na, und ich guck mal unter die Haube, kommt der Nachbar mit zwei Bier in der Hand, gibt mir eine in der Hand und er sagt, na, was hast du da für Probleme? Vielleicht können wir mal das mal klären. Heutzutage, jeder guckt aus dem Fenster raus und die erste, was man machen will, ist eine fucking Anzeige, dass er eventuell mal, was weiß ich, das Sicht oder irgendwas mal stört. Aber dass man jemand für einen anderen da ist heutzutage, das fehlt mehr. Weil alle sind neidisch auf einen anderen. Das, was wir mal in unsere Köpfe mal reingestellt werden. Das ist Absicht. Also ich glaube, wir werden absichtlich so erzogen, damit diese Gemeinschaft auf gar keinen Fall entsteht. Also das, was am wenigsten auf der Welt passieren darf, ist, dass die Deutschen sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen. Sondern hier geht es nur um Geld, Macht. Macht jetzt bei den kleinen Menschen eher nicht so, aber es geht um Egoismus. Schau die ganzen Sendungen am Nachmittag an, alles geht drauf raus, so die blöden Nachbarn, die blöde Familie, die blöde Verwandtschaft, die blöden Freunde, alles ist gegeneinander und Lug und Trug und so weiter. Also ich glaube, man wird einfach so erzogen. Ja, ich merke es immer wieder im Straßenverkehr. Du willst einfach nur die Seite wechseln. Wenn ich sehe, dass vor mir einer blinkt, dann werde ich langsam und lasse ihn reinfahren. Weil wenn ich in der Situation bin, will ich ja auch reingelassen werden. Nein, da gibt es Leute, die fahren extra noch schneller. Nein, du nicht. Das ist mein Platz auf der Straße. Du musst jetzt warten, du musst hinter mir dich einordnen und so. Weißt du? Also ja. Das habe ich schon tausende Male erlebt. Und ich finde es bedauerlich, aber es ist interessant, dass du das so beobachtet hast. Ich habe es zum Beispiel in Amerika drüben genau andersrum erlebt. Auch die Amerikaner sind das netteste Volk, mit denen ich je zu tun hatte. Natürlich auch nicht jeder, aber warte, ich muss das mal in Englisch erklären. I have to explain to you in English, because then you get the point much better than what I want to say. Na, du kannst mal das ruhig in Deutsch sagen, Robert. I just want to explain in English, so okay, you got okay. it. I've been to America for 2 months when I was trained for the aviation school in Phoenix, and I went out to the bars alone for myself. And when you go out in Munich for yourself, it's really hard to get in touch with people. But in America, it doesn't take you longer than 5 minutes to be at the bar with the people, talking with each other, and it's so easy to get in touch with Americans. Maybe it's superficial. People claim, well, it's also superficial. But it's so easy and to live with. You go out, you're alone, but you never feel alone. And here you have the complete opposite. I live here since 15 years in my hometown. I hardly know anyone, you know? So that's the main difference between Germans and Americans. I love Americans, to be honest. There's this huge American bashing all the time. But it's let's be honest, it's American government bashing and not American people bashing. Because oh, absolutely. You know what I mean? Yeah. Yes. I understand what you're saying, Robert. Aber die Einzige, was ich mal dazu sagen muss, ist, dass du musst mal auch verstehen, ist, dass wenn man raus in eine Kneipe geht und man mit Leuten zusammentrifft und trinkt, das ist mal eine oberflächliche Sache. Weil ich kenne auch die Amerikaner. Guck mal, ich sage mal als Amerikaner, wenn ich nach Hause mal für 2 Wochen mal hinreise, ich kann nicht warten, bis ich mal zurück nach Europa komme. Oh, okay.
you know? Das ist alles schön. Hey, look, ich habe mal Kontakt gemacht immer noch zu meinen Highschool-Freunden, weißt du? Und teilweise, das ist immer noch, als wenn wir in fucking Highschool waren. Die haben ihren fucking Kopf teilweise in am Arsch. Ja. Nein, echt. Echt, es ist unglaublich. Guck mal, ich weiß noch, als ich in Highschool, also meine Highschool-Jahr zu Ende war 1978. Ich habe mal angefangen zu studieren 1979. Und es geht nur einfach darum, ist das teilweise sehr, sehr oberflächlich. You know, it's like, hey, yeah, nice to meet you, blah, 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 have a couple of drinks, you know, small talk, alles wunderbar. Alles wunderbar. Und man sagt, yeah, come around and visit us sometime when you're there again. Das ist oberflächlich, weil wenn du mal am nächsten Tag bei denen auf der vorderen Tür stehst, oh, das haben wir nicht so gemeint. Okay, ich weiß, was du meinst, ja. Aber es ist doch einfacher, wenn man mit so einer Oberflächlichkeit im Leben besser zurechtkommt, weil hier hast du einfach immer Probleme mit den Leuten, wenn es um Kleinigkeiten zwischeneinander geht. Nicht immer, aber in vielen Situationen würde ich gerne ein bisschen mehr American Way of Life in Deutschland haben, wirklich. You know something, Robert, ich gebe dir mal auch recht. Aber andererseits muss ich dir auch sagen, ist das in meinem Alter mittlerweile, ich brauche mal keine Person irgendwas mal mehr vorzumachen. Ob ich mal als Musik mache oder was auch immer. Ich sage meine, wenn ich bin nicht derjenige, der springt in ein Gespräch rein und sagt, das ist meine Meinung und wenn das dir nicht passt, na okay, you know, either you like it or I'm gonna have to knock you out. No, das ist nicht mein Stil. Wenn jemand mich mal fragt für meine Meinung und meine Erfahrung, gebe ich mal gerne weiter. Aber dann, wenn die da sitzen und sagen, ja, what the fuck are you asking me for? Dann verschwende bitte mal meine Zeit nicht. Ne? Und es geht nur einfach darum, ist das bei den Deutschen, was ich merke, ist, dass ich bin eine Person, der sehr direkt forward ist. Weil ich habe gehört, ich habe mal das gelernt in meinem Leben, ist das lieber jetzt, dass du mal ein bisschen sauer und angepisst bist, als wenn du das von jemand anderes hörst, der mal diese Geschichte ein bisschen geändert hat und das und das. Und das ist immer diese hinterhältige Scheiße, das, was jeder miteinander tut. Na, wenn ich der Meinung bin, hey, you know something, du bist mal ein bisschen ein Arschloch, dann sage ich dir das und dann gibt es keine Missverständnisse, weil das kam direkt von mir dann. Ich wollte noch mal was zu dem Denunziantentum oder zu dem geförderten Denunziantentum sagen, was na klar auch Masche ist, ne? Also dass wir uns hier gegenseitig bekriegen sollen, das zeigt ja ganz deutlich so, dass die Leute auch scheinbar sich da was bedacht haben. Und für mich ist ganz klar, dass die halt eine Bespitzelung untereinander wollen, ne? So wie damals in der DDR, ne? Ich möchte meinen Nachbarn hier, wenn der irgendwas macht, so zeige ich ihn da an. Und dazu wird er jetzt schon auch aufgerufen. Ja. Wenn du dir den ganzen Kram guckst hier mit den ganzen Hetzern, ich meine irgendwelche schwachköpfigen Rechten da, die irgendwelchen Scheiß raushauen, die müssen das nicht unbedingt machen. Aber hier ist Free Speech so, oder angeblich ist ja nicht, freie Meinungsäußerung. Aber ich glaube, da wird das Ganze hingeführt, weil dieser Neid und dieses Gegeneinander, das führt ja klar genau dazu, dass man sich hier noch nicht mal mehr ohne den Staat, ne, den es ja irgendwie übergeordnet gibt, auch nicht mehr sicher fühlen kann, weil du schon Angst haben musst vor jedem Nachbarn oder vor jedem Arschlochkind, was dir irgendwie in irgendeinem Verein oder in der Schule oder sonst was irgendwie in die Suppe spucken will. Weil du jetzt sagst, Bespitzelung, bei uns in Österreich kommen jetzt ganz groß raus die Community-Polizisten. Also es werden, so wie ich das verstanden habe, werden jetzt da ganz normale Zivilisten irgendwie so Polizeitätigkeiten gegeben, die halt dann, ja der verlängerte Arm der Polizei dann sind. Also so, ich nenne es so SS-Bespitzelung oder ich weiß nicht, wie das früher genannt worden ist, aber es geht wieder in die Richtungen. Es ist sehr bedenklich, wenn der Nachbar dann dich irgendwo anzeigt, weil du wahrscheinlich nicht die Sprache des Kollektivs sprichst oder so, keine Ahnung. Ja, da sind wir bei diesem Euphemismus-Thema wieder. Ja, das alles wird verschönert, alles wird wie sagt man? Im Film steht im Drehbuch unter der Stelle jetzt peinliches Schweigen. Das kann man dazu. Ja. Ja, also wenn aber hier, wo wir gerade bei so amerikanisch-deutschen Themen sind, sag mal Leute, habt ihr eigentlich die Nachricht der Woche mitbekommen? Das Bilderberg-Treffen soll dieses Jahr in Deutschland stattfinden. In Dresden. Dresden ist als Ort genannt, das Kempinski-Hotel Taschenberg-Allee. Mitten in der Stadt. Das ist ein guter Spot für Drohnenfliegen, habe ich gehört, Robert.
Ja. bin schon am Start. Bin schon am Start. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Witz ist oder ist es wirklich. Das ist, nee, das ist 100% richtig oder ist es. Das ist bestätigt. Das ist bestätigt. Da steht hier. Also hier steht drin, dass. Was ist das Treffen der Bilderberger Elite Club? Soll vom 9. bis 12. Juni in Dresden im Kempinski Hotel Taschenbergpalais abgehalten werden. Das Bundesministerium hat das gegenüber der TAZ Sonntagsausgabe bestätigt. Der Tagungsort lädt zu Spekulationen ein. Wollen die Herren Brzezinski, Kissinger, Soros und Co., die Europa zur Aufnahme von immer mehr Muslimen animieren wollen, ausgerechnet dort Flagge zeigen, wo die Proteste gegen die Islamisierung Europas ihren Ausgangspunkt nahmen und bis heute eine Hochburg haben? Fragezeichen. Was wird da wieder ausgeheckt? Spannend dürfte auch werden, welches deutsche Politikerpersonal dort aufläuft. In den vergangenen Jahren waren die Jahrestreffen ein regelrechtes Casting für künftige Bundestagskanzlerkandidaten. Merkel war 2005 da, vier Monate vor ihrem Wahlsieg. Steinbrück lief 2012 auf, machte dann aber nur den zweiten Platz. Naja, und so weiter. Also, ja, war nicht von der Leyen mal jetzt letztens mal auf irgendwelche Bilderberg-Treffen? Ja, genau. Nein, in Innsbruck in Österreich, ja, war es letztes Jahr. Ja, genau. Also ihr wisst doch noch, was letztes Jahr für ein Riesenaufwand war bei dem G7-Treffen in Telfs. Da war doch im Schloss Elmau. Ja. Und nur ein paar Kilometer ein paar Tage später war doch dann das Bilderberg-Treffen. Und diejenigen, die vor Ort waren, die ganzen Aktivisten, die im Netz dann was gepostet haben, haben gesagt, es war extrem schwierig, da hinzukommen. Man kam gar nicht hin, weil das war in einer total abgelegenen Location, Berghotel mit einer einzigen Passstraße nach oben, abgesichert, abgeriegelt. Also es war total zurück. Und jetzt frage ich mich, wieso gehen die mitten in die Innen? Ich habe eh schon gesagt, also wenn ihr Deutschen das dieses Mal nicht schafft, dass ihr dort mit mindestens 10.000, 20.000 Leuten irgendwie demonstriert, dann bin ich wirklich enttäuscht. Du wirst ja keine 200 finden. Das ist am 23. ab. Nee, wann irgendwie, ich hab irgendwie gelesen oder mir hat mal irgendwie jemand unterkommentiert, war das für den Bilderbergern, dass irgendwie, glaube ich, auch gleichzeitig an diesem Wochenende oder so auch so eine Anti-TTIP-Demo sein soll, die schon lange geplant ist oder so, dass das da aufeinander fällt, also dass das, dann weiß keiner, wo er zuerst hingehen soll, weißt du? Hat gerade eine reingepostet, 23.04. Demo gegen TTIP und Co. in Hannover, aber. Ja, das ist ja egal, wo es ist, aber nee, dann ist es das Wochenende danach. Okay, alles klar, dann hatte der andere eine falsche Info. Wenn ich mal kurz mal hier rein darf, das ist mit dieser TTIP, das ist die Geschichte, was in Hannover, wo Obama mit Merkel diese Messe dort eröffnen, so wie ich das verstanden habe. Und da wurde mal dann auch in die Medien durchgegeben, dass es könnte geschossen werden, wenn man am Fenster geht. Und wenn ich mal jetzt gerade überlege, dass die Bilderberg-Treffen in Dresden stattfindet, wie sehen die das denn mal mit dieser Pegida-Zentrale raus? Tja, oder sie provozieren da was. Ich meine, Hannover ist ja tatsächlich... Ja, das ist, was ich mal frage jetzt. Also Hannover ist ja natürlich sehr interessant, dass die dort tatsächlich, ich glaube, englische Zeitungen haben berichtet und so weiter, dass die dort angewiesen sind. Also selbst beim Winken, ja, kannst du schon erschossen werden. Da habe ich ja dann diesen Spot gemacht, dass doch alle winken sollten. Ja, dann winken wir ihn einfach weg, ja. Und... ja, aber das muss man sich ja mal reinziehen. Ich meine, das scheint ja auch, also ich denke mal, dass sie das vielleicht auch nicht ohne eine Quelle dort zitieren. Und das ist ja in der Tat auch so. Ich meine, was mich ein bisschen irritiert, ist das, dass sie natürlich jetzt so tun, als wenn das alles so neu wäre. Ich meine, vor ein paar Jahren war der Busch hier bei uns in Stralsund, da haben sie genau das gleiche Theater abgezogen. Also das war auch nur in der Innenstadt, wo er da war, da durftest du auch nicht ans Fenster und weiß ich was, da haben die auch überall Anweisungen gekriegt und Polizei und Security hingestellt. Und selbst dieser Bereich, wo der Busch war, da kam nur ausgewähltes Personal hin. Also das war genauso wie beim Besuch von Willy Brandt damals, nee, Helmut Schmidt war das, entschuldige, nicht Willy Brandt, Helmut Schmidt, glaube ich, in Güstrow. Da hat die Stasi auch vorher alles abgeriegelt, da kam nur ausgewähltes Klatschpublikum hin, die natürlich auch dem Irrichter schön zuklatschten und so weiter.
Aber man kann ja auch daran sehen, also selbst, also wenn das halt so stimmt, ich meine, klar, das ist immer ein hoher Sicherheitsbedarf bei diesen freien Führern der Welt, der demokratischen Welt sozusagen, aber da kann man doch mal sehen, wer hier den Hut auf hat. Ja, also ja, wie kann ich mich in ein angeblich souveränes Land, ja, und da sagen, so wenn das einer winkt, knall ich den ab, ja? Also ich meine, wer hat denn hier den Hut auf? Daran erkennt man es doch auch mal wieder, ja? Ja, aber da liegt die Frage, Micha, ist das, wenn das alleine so abgeht, schon in Hannover und Dresden ist Pegida Hauptstadt sozusagen, also wenn ich mal die Videos mal sehe, dass, wo diese ganzen Leute, die haben die mal jetzt gerade gepostet, wo die alle die deutsche Nationalhymne gesungen haben, diese ganzen Leute, die, dass das mal anscheinend auf den Sack geht, diese ganze Geschichte, da wollen die Bilderberg-Treffen mal direkt in dieses, wenn das mal nicht eine Provokation ist, ich weiß es nicht, hey. Ich habe da ja so eine Idee, stell dir vor, es gibt Bilderberger Treffen, es kommen Demonstranten und dann kommen dort irgendwelche Terroranschläge, kompletter Lockdown von Deutschland. Es wird doch so passen, oder? Ich warte noch immer auf diesen Event in Deutschland. Er ist ja meinst du, Tom, wirklich, dass das so ist? Das könnte so ein Vorspiel daran sein. Was könnten wir heute noch ausschließen? Ja, also wir sollten vielleicht mal alle Ideen da, warum sie es jetzt in die Innenstadt von Dresden verlegen, vielleicht mal aufkommen lassen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt einfach das Ding mal so ein bisschen hier zur Schau stellen wollen, dass es ja gar nicht so schlimm ist und vielleicht diesmal auch irgendwie so ein bisschen runtergespielt wird in den Medien. Also Tag da offenen Türen oder was? Ja, genau, sowas wie Tag da offenen Türen. So hier, wir sind gar nicht so schlimm, kommt mal rein hier, können wir gucken. Aber ich meine, ich will jetzt auch nicht zu schwarz malen, aber ich muss auch sagen, was Tom gesagt hat, es war auch mein erster Eindruck. Ganz ehrlich, als ich das gehört habe, das wird stattfinden in Dresden, überhaupt Deutschland, war ich schon, weil es ist immer auch symbolisch, also keins von diesen Treffen geschieht irgendwo zufällig so. Da sind wir auch schon die erste Message dahinter, ob man die dann richtig dekodiert sei dahingestellt. Aber dann auch noch Dresden und dann auch noch tatsächlich wirklich in der Innenstadt. Das Ganze ist ein Steinwurf vom Dresdner Zwinger weg, also das ist Dresdner Altstadt, wirklich zentraler geht's nicht mehr. So. Ja, dann kann man die doch gleich einsperren da, wenn der Zwinger schon hier ist. Nein, der Zwinger ist kein Gefängnis, das war der ich weiß. Von den sächsischen Königen so der große Ballsaal und Museen und so. Also ich meine, das ist wirklich Dresdner Altstadt. Und allein schon da die Symbolik, Dresdner Altstadt, hier vom Zweiten Weltkrieg noch, ist schon gegeben. Ja. Und also das finde ich schon heftig. Übrigens ziemlich günstig auch das Hotel. Sie werden langsam geizig. Ich habe das hier bei Google Maps auf Start hier. Schon für 112 Euro kriegst du schon ein Zimmer hier. Vielleicht kriegen wir noch einen Frühbucher, oder? Nehmen wir uns so ein Gemeinschaftszimmer. Nein, haben wir schon geschaut. Zwischen 9. und 12. Juni sind leider keine Buchungen möglich. Na verdammt. Also es ist doch immer so, dass bei den Bilderberger Treffen immer so 6 bis 8 Wochen später offenbart sich dann immer irgendwie die Agenda, was da besprochen worden ist. Also ich erinnere mich an 2005, da war das Bilderberger Treffen in Tegernsee. Ich war da unten, habe mir das angeschaut und damals war auch die Merkel da. Und 2, 3 Wochen nachdem das passiert ist, im Mai 2005, hat der Schröder das Kaninchen Neuwahlen aus dem Hut gezogen. Also der hat da politischen Selbstmord begangen, was jeder politische Analyst gesagt hat, der Mann hat sie nicht mehr alle, weil damals stand die SPD echt nicht gut. Und zu dem Zeitpunkt ein Misstrauensvotum im Parlament zu stellen, war gleichbedeutend mit politischem Selbstmord, was ja dann auch zu dieser berühmt-berüchtigten Elefantenrunde geführt hat, wo der Schröder besoffen zu Merkel gesagt hat, sie glauben doch nicht, dass ich unter ihnen in der Regierung sein werde. Ja? Und was haben wir? Seit September 2005, seit den Wahlen damals, ist die Merkel dran. Und so war es die letzten Jahre auch immer, dass immer ein paar Wochen nach den Bilderberger-Treffen dann sich die Agenda so mehr oder weniger dann offenbart hat. Und was ist passiert letztes Jahr? Wann war Bilderberg-Treffen? In Österreich, so im Juni, Juli. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, Juli war es, im was Sommer. Mai? Und ja, irgendwie, also so Frühsommer. Und ein paar Wochen später, ein paar Monate später, ging es los mit der Flüchtlingsthematik, indem die Merkel ihren Sirenengesang angestimmt hat, wie Odysseus, die Seemänner werden angelockt von den Sirenenklängen von der Merkel und ersaufen im Meer. Ja, so ein gutes Beispiel, das hat der Rico Albrecht neulich gemacht. Ich habe neulich mit dem Rico Albrecht ein Interview gemacht, oder vielmehr, ich habe es gefilmt, die Anna hat ihn interviewt und da hat er dieses Beispiel mal gezeichnet, dass die Merkel eigentlich nichts anderes ist wie eine Sirene, die permanent ihren Gesang loslässt und den auch nicht zurücknimmt. Und ich bin mir ganz sicher,
Ich weiß es nicht genau, ich habe keine Informationen drüber, aber mein Verstand sagt mir, der haben sie das ins Textbuch geschrieben, du machst das jetzt. Gegen alle Widerstände, du musst das machen, weil dann kriegst du viel Geld oder wir lassen die Leichen raus, die du im Keller liegen hast. Also ich weiß nicht, welche Leichen sie da rumliegen hat. Ich glaube, die Stasi-Akte. Ja. Ja, da muss was mehr geben. Nur Stasi-Akte kann es nicht sein. Das muss mehr sein, glaube ich. Und ja, und jetzt ist halt die Frage dann, was passiert jetzt, wenn in Dresden dieses Bilderberg-Treffen stattfindet? Was wird dann passieren? Also es hat definitiv mit Deutschland zu tun, da bin ich mir auch sicher. Tja. Und Griechenlos mit der ganzen Griechenland-Geschichte. Yes. Es ist so, allein die Tatsache, dass es in Deutschland stattfindet und dann noch an so einem symbolkräftigen Ort wie Dresden, mit einem Satz kann man sagen, Deutschland steht auf der Agenda, so, was auch immer dann mit uns geplant ist. Ja, aber wo kommt die Merkel her? Aus der Uckermark. Das ist ja auch so Osten oder was, ne? Das ist hier bei uns in der Nähe, relativ in der Nähe. Das ist auch so Osten. Also ist kein Witz, ist kein Witz. Also die Merkel hat hier ihren Wahlkreis bei mir. Also das ist hier tatsächlich ihr Wahlkreis. Und die ist auch tatsächlich ab und zu mal hier in dieser Kleinstadt, wo ich hier gerade liebe. Also da ist die tatsächlich auch ab und zu mal hier und dann kommen halt die ganzen untertänig und küssen ihr die Hand, weißt du? Ich glaube, sie werden sie politisch Opfer nach dem Bilderberger treffen. Das ist so meine Prediction. Ja, das ist ein guter Gedanke. Bring doch mal deine Einschätzung, Tom, weil du hast auch so einen scharfen politischen Verstand hier. Ich meine, was heißt das Bilderberg-Treffen in Deutschland dieses Jahr? Was meinst du, was sagst du dazu? Ich weiß nicht, wie es... Also die Location, sag ich, ist relativ egal. Das ist halt immer zu beobachten, was so 2, 3, 4, 6, 8 Wochen so danach dann passiert, wie der Robert schon zu erkennen. Und nächstes Jahr, ich weiß nicht mehr, irgendwie ist damit mit Thema Krieg, Russland, Aggression oder militärischer Konflikt, das ist noch nicht vom Tisch, allein die Panzerbrigade, die jetzt da die Amerikaner da, was nach Polen, diese 450, 53 Panzer rüber, plus dann das Bilderberger Treffen, irgendwie, mir fehlt noch so ein, für mich ist Deutschland irgendwie repräsentativ für Europa, finde ich. Und wenn es Deutschland irgendwie in dieses Wespennest stichst, dann geht es dahin und das fehlt noch. Wir haben jetzt da zwei Länder im Ausnahmezustand noch immer. Ne? Das ist Frankreich, hat ja verlängert nach Brüssel. Ich höre das sofort gleich an. Da fehlt was. Also irgendwas fehlt noch zum Thema so Ausländer, Asyl. Die rechten Parteien in Europa heben ja auch ihre Hände höher und höher. Das Maps vor mir und habe das halt eingetippt. Dieses Hotel Taschenberg Palais Kempinski Dresden. So. Und da steht tatsächlich so der Preis. Und ich habe es vorhin schon gesagt, aber jetzt fällt es mir die ganze Zeit so auf. 112 €. Nummer der Ich möchte dazu sagen, das habe ich alles nur aus meiner Fantasie. Ich habe keine politischen oder irgendwelche internen Kontakte. Nein, was mir interessieren würde, ist, dass Tom, du, wie sehen die Österreicher diese ganze Geschichte? Welche das, Geschichte? Weil du hast mal Kontakt in deinem Freundeskreis und sowas. Und das würde mich mal wirklich interessieren, was die Österreicher, ob die mal etwas anderes denken als die Deutschen, ob die was dazu... Wie ist Ihre Einschätzung von der ganzen Geschichte? Worüber spricht man in Österreich? Also im Moment spricht Österreich nur von der Fischer, dankt er dann quasi ab und bei uns kommt ein neuer Präsident, wird gewählt. Parteien, dass sich ziemlich gute Chancen ausrechnen, das ist im Moment nur mehr das Thema. Also in ganz Österreich seit Wochen geht es nur mehr darum. Flüchtlingsthemen, in der Angst und böse Flüchtlinge und es wird immer schlimmer, wir müssen uns ja schützen. Gibt ja Deutschland. Sag mal ehrlich, geben die Österreicher die Deutschen die Schuld? Was sagen die über Merkel? Weil die Deutschen geben den Österreichern... Wir haben darüber gesprochen in unserer Sendung, Frank und ich, und wir merken, dass unsere Nachbarn mal sind angepisst mal über die deutsche Politik. Siehst du, und ich stell mich mal schon da als Deutscher. Ich bin ein fucking Amerikaner, man. Das können wir mal eigentlich an den Arsch vorbeigehen. Aber nee, erzähl mal, Tom. Die Ehrlichkeit, die ich da geben kann, ist, dass die Medien sich mehr und mehr so quasi auf die Merkel abputzen. Was ich mitbekomme ist, dass es schon diese Meinung ist, dass Merkel quasi schuld ist mit ihrer Ja-kommt-alle-rein-Politik. Also der Sündenbock ist nicht Deutschland, ist gleich Merkel eher. Also es geht in diese Richtung. Aber das ist auch bei euch, hat sich das ja mehr und mehr geändert. Ne? Dass die Merkel... Nochmal eine Thema. Bus oder die FPÖ in dem Fall so groß wie noch nie ist. Ist das
ist natürlich ein Thema und es ist auch in der Bevölkerung, kenne ich wirklich Leute, die jetzt da aktiv auch blau, also die haben die blau bei uns, die FPÖ, wählen, weil es keine Alternativen gibt. Auch die, die nie, die immer nur rot und schwarz und so weiter gewählt haben oder grün, wählen jetzt da zum ersten Mal die FPÖ, weil natürlich durch diesen Flüchtlingsströme, sie profitieren davon. Sie profitieren und mit jedem Anschlag geht es natürlich der die blauen Verführer im Hintergrund sagen dann, ja, wir haben es euch doch gesagt und wir haben so, sie haben ja teilweise gar nicht Unrecht. Das Problem ist immer so Aktion, Reaktion. Und gerade heute ist zum Beispiel ist die Delegation da von der FPÖ in Israel. Da gibt es auch, das war doch alle, ist in allen österreichischen Medien rundgegangen, dass irgendwie der Strache mit einer, wie sagt man, ja, halt irgendwie so sich zu einigen, beziehungsweise da irgendwie. Bekommst du eine Einsegnung? Ja, genau, genau. Weil damals, es gibt ja irgendwie. Was ich mitbekommen habe, wie der Haider bei uns an der Macht war, gab es irgendwie vom Netanyahu und von der Regierung irgendwie die Vorschrift, dass die keinen Kontakt mehr zu uns pflegen dürfen und sie dürften da irgendwie versuchen, wenn denn der Herr Hofer bei uns Bundespräsident wird, ein Blauer, dass da keine Sanktionen kommen oder die FPÖ steht Israel sehr nahe. Also, das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ich sitze hier und ich frage mich, okay, how the fuck? Dass das mal mit diese Azov-Bataillen und alles drum und dran, was in Kiew abgeht, wie das denn funktioniert. Also hat Israel zum Beispiel mit Polen, weil die mal jetzt rechts gewählt haben, haben die mal irgendwelche, das ist doch alles NATO, die sind alle mal drin zusammen. Und man sieht auch, dass in Deutschland in diese Richtung, was das Nationalistische beziehungsweise das Rechte, so wie man das nennt, das, man sieht das auch in Amerika passieren. Mit dieser Donald-Trump-Geschichte. Und witzigerweise, ihr wählt mal einen neuen Präsident. Wir in Amerika wählen einen Präsident. Deutschland ist gleich an den Start. Sehen wir nicht mal hier eine kleine Änderung in irgendwelche Richtung, dass das geht, dass das tatsächlich mal eine Polizeistaat überall sein wird? Seht ihr das nicht? Ja, natürlich. Es gibt ja in jedem Land. Ja, natürlich. Schau also Frankreich an, Ungarn an, überall. Überall. Ja, ich meine, okay. Aber siehst du, ich meine, das ist jetzt Ende des Jahres wählen wir einen neuen Präsident. Tom hat gerade erzählt, ihr seid dabei mal einen neuen Präsident. In Deutschland sind auch die Wahlen mal jetzt demnächst, oder? 2017 erst. 2017. Aber diese ganze Änderungen, mal das neue Machtpositionen würden mal hier zugespielt und du siehst, dass das geht alles in dieses Ja. Naja, ich sag mal, in Österreich tritt die EAV da auch an zur Wahl, nee, ne? Leider nein, weil die würde ich sogar wählen, glaube ich. Ach so. Aber vielleicht muss man das auch mal so sehen. Ich meine, wir wissen ja, dass das Ziel der Eliten ist, diese neue Weltordnung zu schaffen, also auch die Nationalstaaten abzuschaffen. Vielleicht ist es ja auch eine Strategie, dass man natürlich jetzt durch die Situation, die wir haben, Flüchtlinge und so weiter, die natürlich auch viele andere Effekte noch mit sich bringen, dass man natürlich einen Rechtsruck verursacht dadurch, Aktion, Reaktion, dann kommen diese sogenannten rechten Parteien dann vielleicht an die Macht und die ja auch für national stehen, also ich sehe national ja als positiv, ja, die meisten. Ja, der Wahlspruch, ne? Vom Hofer zum Beispiel ist, deine Heimat braucht dich jetzt. Was soll ich noch mehr sagen? Ja, pass auf. Und jetzt, wenn die dann an der Macht sind, dann kracht das System vielleicht und dann zeigen sie mit dem Finger auf diese Parteien und sagen, guck mal hier, eure Nationalgeschichten und so weiter, das hat uns den Mist eingebrockt, jetzt ist alles kaputt gegangen und jetzt können wir, jetzt müssen wir das ohne Nationalstaat machen. Also, das ist auch eine These von mir. Vielleicht auch in diese Richtung gehen kann, dass man natürlich jetzt, also das politische Arschloch sozusagen in Position bringt, um dann halt das Argument auch zu bringen, ja, Nationalstaat als Regel. Ne? In Österreich kann es ziemlich schnell ziemlich kritisch werden, weil wir haben jetzt da eben die Wahl zum Bundespräsidenten, jetzt nur eine Theorie von mir. Die meisten Leute sagen, ja, das ist alles nur ein Blödsinn, aber ich bleibe da bei meiner Meinung, weil eine Option wäre es, wenn der Hofer bei uns Bundespräsident wird und es ist schon permanent in den Mediengesprächen, ja, hat denn der Bundespräsident die Macht, das was die Regierung abzusetzen und so weiter. Also wäre jetzt der Blaue an der Macht, könnte er theoretisch die Regierung absetzen, Neuwahlen ausrufen und da würde, je nachdem, wenn es noch einen kleinen Anschlag irgendwo gibt, in Deutschland oder Österreich oder wo auch immer, dann hätten wir in jedem Amt blaue Leute sitzen.
Und das wäre dann wirklich interessant, weil das kann dann alles sehr schnell gehen. Ich möchte jetzt niemandem was natürlich unterstellen, aber ja, Geschichte kann sich sehr schnell wiederholen. Robert, was sagst du dazu mal die ganze Zeit? Du hörst mal das alles an. Ich bin mal jetzt gespannt, was aus Bayern kommt. Also ich denke mir, im November wird Hillary Clinton gewählt werden. Meinst du wirklich? Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass mit Trump und Bernie Sanders ist alles nur eine Ablenkung. Hillary, dann geht die Merkel, wird zur UNO gehen oder zur EU, und die von der Leyen wird Kanzlerin. Und die Furien der Hölle brechen auf uns ein. Das ist so meine Befürchtung irgendwo. Also dieses Dreiergespann von Frauen, die nach außen hin Frauen sind und nach innen drin irgendwie nicht wirklich so jetzt so lese, ich habe gerade ein bisschen die Blogs gecheckt, was so alles geht. Ja, Notsitzung der Federal Reserve Bank lese ich gerade. Aha, okay, die haben also auch Panik. Dann andere Faktoren, die darauf hindeuten, gibt es ja auch. Also wir laufen wohl echt auf so eine Art Kulminationspunkt hin. Ich weiß nicht, ob in ein paar Wochen, in ein paar Monaten oder ob es noch ein paar Jahre dauert, aber dass dieses System definitiv gegen die Wand klatscht, davon bin ich jetzt mehr denn je überzeugt. Ich habe es vorhin im Vorgespräch, haben wir schon drüber gesprochen, ich war am Wochenende auf dem Krisenkongress bei Regen hinten, da haben mehrere Krisenexperten Vorsorgethemen, Survival-Training und so haben geredet, und man spricht natürlich auch allgemein über dieses Thema, also die Zeichen stehen auf Veränderung. Und wem das jetzt noch nicht klar ist, der wird schmerzhaft aufwachen in dieser veränderten Welt, wenn die Systeme kollabieren und weg ist. Ich meine, ich wünsche es mir natürlich nicht, und ich habe immer noch so eine kleine naive Grundhoffnung, dass es wohl doch irgendwie zum Besten läuft alles. Aber so, wenn ich die Zeichen so ein bisschen naiv analysiere, dann denke ich mal, good times are over. Ja, so, das wird jetzt definitiv auf uns zurauschen. Die Flüchtlingssache ist nur, die Flüchtlingsthematik ist nur ein Faktor von vielen. Ja, EZB-Zinskritik zum Beispiel. Psychopathen, die da an der Macht sitzen, die versuchen alles, um 2017 oder vielleicht sogar dieses Jahr noch das große Ding zum Krachen zu bringen. Ihr könnt nachlesen, der hat es ja gut recherchiert. Ich bin ja eng mit ihm verbunden hier in München auch. 5777 ist das Jahr 2017. Und diejenigen, die diesen Kalender quasi so vor sich hertragen, die haben vor, dass in diesem Jahr deren Gott wieder erscheinen soll. Und dazu muss die Erde erstmal durch ein atomares oder ein großes Inferno gehen. Da kommt mir immer ein Gedanke auf. Habt ihr euch schon mal überlegt, so, da kommen jetzt überall Frauen ins Spiel. So, die Merkel ist ja schon ein paar Jahre am Start. So, Hillary wird wahrscheinlich die erste weibliche Präsidentin dann. Und Le Pen da in Frankreich. Und Google-Chefin. Ja, meint ihr, das steckt irgendwas dahinter, ein tieferer Gedanke? Wollen die, dass die Weiber hier den Planeten zerstören, sodass die Männerherrschaft danach weiter walten kann, oder irgendwelche anderen Gedanken dazu? Nee, man versucht es halt zu verpacken. Weißt du, genauso wie man Obama platziert hat als quasi ersten schwarzen Präsidenten, so nach Motto Bürgerrechte, jetzt ist endlich besser, jetzt haben die Schwarzen selber einen Präsidenten an der Macht, jetzt wird sich was ändern, Rassismus ist vorbei, jetzt können wir endlich die bessere Gesellschaft voranbringen. Obama hat es schlimmer gemacht, wie irgendwie Bush geführt, so, aber die versteckten Kriege und die Drohnenangriffe und Kill Tuesday und all diese Geschichten, Guantanamo und so weiter, ja, das ist 10-mal schlimmer, und man hat ihn halt, was ist das, der Wolf im Schafspelz, ja. Ich erinnere mich nur an die Rede, die er in Kuba gehalten hatte vor kurzem. Er hat die Menschenrechte in Kuba angemahnt und ist ein paar Kilometer weg von Guantanamo Bay. Also, wenn das irgendein Gagschreiber in einem Film bringen möchte oder ein Drehbuchschreiber, sagt jeder, das nimmt ja keiner ab, so eine Story. Ja? Aber mal ganz ehrlich, solche Dinger, wie gesagt, wir waren ja eben bei Satire, solche Dinger findest du ja jeden Tag. Jeden Tag, wo du denkst, hä? Ist das jetzt, ne? Ja. What? Das mit Kuba war sowieso eine Farce. Es weiß ja, wie die WM war, ist ja der Putin auf große Rundreise gegangen. Das wissen ja die wenigsten. Er war in Brasilien, er war in Kuba, er hat Kuba 90% der Staatsschulden erlassen. Im Gegenzug dürften sie eine Militärbasis in Kuba bauen, die Russen. Und plötzlich, zwei Monate später oder einen Monat später, kommt der Obama runter und sagt, ja, wir sind jetzt dicke Freunde. Also, what the fuck? Yeah. Übrigens, es war ja episch, diese Szene, ich weiß gar nicht, wo es war, wo der Obama hier mit Castro zusammengetroffen ist und wo er ihn so umarmen wollte. Und hochgehalten hat, du dummes Arschloch, quasi mäßig. Und war auf jeden Fall klar, der Bruder hat aber dann sich nicht umarmen lassen und hat den Obamas Arm quasi hochgehoben, aber nicht auf meine Schulter.
immer wieder Kuba. Das war ja heuer schon mal Schauplatz von einem Treffen von geradezu weltgeschichtlichem Ausmaß. Es haben sich ja da im Februar, glaube ich, der Papst und der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche getroffen. Ja. Das erste Mal seit Jahrhunderten so. Na, ja? Ich glaube überhaupt das erste Kuba Mal, oder? Getroffen. Doch, das war das erste Mal seit... Das allererste überhaupt. Oder das allererste überhaupt. Überhaupt. Ich glaube, symbolisch war es das allererste Treffen der Religionen. Ja, und dann treffen sie sich ausgerechnet auf Kuba. So. Aber was er wird schon auch schon wieder fragen, ist dann komisch immer wieder Kuba. Also, na gut, aber es ist halt vielleicht auf neutralem Boden so. Aber was er dann noch das Spannende daran war, der Papst, der ist ja dann weitergereist nach Mexiko und der Patriarch Kyrill der Russe, der war dann keine 10 Tage später war der auf der Antarktis, in der Antarktis. Da ist der hingereist, der Kyrill. What? Was macht der da? Was haben die miteinander gesprochen, dass der danach da runterfährt? Also das war schon auch sehr seltsam, ja. Der wollte mal einen Flug mal in eine fliegende Tasse mal unternehmen. Nee, der wollte bestimmt sich mit dem Papst von der Hohlwelt treffen. Nein, der ist an den Rand gegangen von der flachen Erde. Ja, ihr glaubt ja gar nicht, was es da im Internet alles für wirklich Spekulationen darüber gibt. Aber ich meine, interessant ist es schon. Also das irgendwas scheint in der Antarktis zu sein und vielleicht haben die da auch drüber gesprochen und dann fährt er runter, das selber zu sehen. Andere sagen ja zum Beispiel, dass du dort vielleicht Nibiru sehen könntest, was du vielleicht eben nur aus diesem extremen Süden halt wahrnehmen kannst. Ich hab mal diese Fotos gepostet, wo die daneben diese Kirche, das angeblich, dass er segnen wollte, gab es mal Fotos von einer Pyramide angeblich. Ne? Aber apropos Nibiru, Tom, gibt es da irgendwie neue Erkenntnisse? Also da gibt es da auch mittlerweile wissenschaftliche Berechnungen oder was, dass da doch irgendwie was im Anmarsch sein könnte oder so? Hast du da neue Infos? Also was ich mitbekommen habe, sie können noch nichts sehen, aber sie können irgendwie mathematisch berechnen, dass da draußen bei dem Jupiterbelt, bei dem Asteroidengürtel irgendwas Großes, Dickes, Schweres sein muss, das irgendwie Einfluss auf die Objekte, die rumherum fliegen, irgendwie Einfluss hat. Das ist doch übrigens jetzt schon das, also mal den Namen Nibiru weggelassen, aber das ist jetzt schon Planet das... Planet Nine nennen das, sie ihn jetzt gerade. Ja, aber das ist doch jetzt schon das zweite Objekt in wenigen Jahren so, da hatten sie doch einmal schon mal einen 10. Planeten oder 9. Planeten vor, weiß ich, 2-3 Jahren, da haben sie sogar einen Namen jetzt für, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, und jetzt das neue Ding, es ist schon irgendwie nochmal ein neuer Planet, also, oder wie? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall interessant, weil sie irgendwie sagen, naja, das Ding soll irgendwie 10-mal die Masse der Erde haben, was auch so in den alten Texten und so irgendwie beschrieben ist, und er fliegt eine elliptische Bahn um die Sonne rum. Also das, was so damals babylonischen Texten und so drinsteht, ist so, könnte man sagen, ja, das wäre dann der. Ne? Von wem? Von wem kommen da die Hauptinformationen, Tom? Boah, ich weiß nicht, wie diese Research Center da heißen. Es gibt da 2-3 Wissenschaftler und jetzt da haben sie auch irgendwie mehrere Projekte drauf hingelenkt, dass sie halt berechnen wollen oder versuchen, den zu erspähen. Sie haben auch irgendein anderes, ich habe die Namen nicht alle im Kopf, sie haben auch irgendein Milliardenprojekt, die nach Red Dwarfs sucht, irgendwie erweitert. Und ja, sie schauen halt in den Himmel und sie hoffen sich, dass sie im nächsten Jahr ihn dann entdecken können oder sehen können oder so, ne? Ja, und hier noch ein interessantes Ding, das schreibt hier gerade der Shark Hunter, der so hier auch noch die Leitung für uns hier macht. Der hat noch daran erinnert, dass er auch jetzt früh in diesem Jahr der Obama doch in Bariloche war. Das ist so ein Ort in Argentinien, wo auch dann so die Gerüchte gehen, dass dort nach dem Zweiten Weltkrieg ehemalige Top-Nazis. Unter anderem gibt es auch hartnäckig dieses Gerücht, dass dort vielleicht auch Hitler dann abgetaucht sein soll. Und da ist Obama hingegangen dieses Jahr. Was läuft? Ich glaube, das war eher so nach einem Regierungswechsel, weil der Putin war ja mit der, wie heißt die Dame, die aus Argentinien, die vorige Präsidentin? Kirchner. Ja, genau, Kirchner. Da war ja der Putin dort und hat ja auch Skype-Leitungen und alles hingehabt. Da hat er Russia Today dann auch im Staatsfernsehen wirklich mit dem staatlichen Equipment Russia Today gesendet. Und da gab es ja große Freundschaftsparolen und so. Und plötzlich wird die halt abgesägt und Kurswechsel und dann kommt Obama auf einmal hin. Also, und Argentinien mit diesem Inselstreit mit England. Ich und Namen. Wie heißen diese Inseln, wo sie mit England schon irgendwie
Die Falkland. Ja, genau, genau. Also der Argentinien ist auch so ein Hotspot. Es sind immer überall, wo Putin irgendwie war, so in den letzten Jahren, hast du einen Regierungswechsel. So Venezuela, Argentinien. Das mit dem. Mit ganz schön viele Leute reingeholt haben. Und wenn man so sieht, wo auch der ganze Eugenik-Kram, der kam ja, bevor er hier nach Deutschland kam, kam er ja aus den USA und ist dann später auch dahin wieder zurückgeflossen, sozusagen. Also, schauen wir mal. Ja, die ganze, wo wir beim Thema sind, NASA, ja. Wer hat das mit aufgebaut, ja? Auch Nazi-Größen und so weiter, ja. Also, BND guckt ja auch an, Nazi-Größe, Gehlen und so weiter, ja. Ja, Project Paperclip, ne? Paperclip, ja. Sozusagen, ja, genau. Ja, die Rattenlinien, auch die andere Sache, ne? Tja, das ist immer so eine Frage. Und dann, wenn man überlegt, ist das diese, wer war das mal, der rechte Hand von Adolf Hitler, ist dann in der 50er Jahre, glaube ich, war das mal, als Militärgeneralstabschef geworden bei die UN. Ja, yeah, you know. Warum nicht? Ja, der ist ja sogar im den Nürnberger Prozesse, glaube ich, angeklagt worden, ne? Ja, und dann, ja, dann kam er schon frei und wurde dann irgendwie. Ja. Der wurde der Stabschef von Adolf Hitler war der, ne? Und dann ist er in den 50er, 60er Jahren mal dann zu Militärstabschef von die UNO geworden oder sowas, ne? Hier, Jungs, lass doch mal ein neues Fass aufmachen. Wir wollten noch mal ein bisschen, oder wir haben ein paar Themenpunkte hier zu dem Thema Medien, alternative Medien. Hm. Und der Robert hat ja eben noch mal erzählt, er war auf einem Kongress. Vielleicht kann er da mal einiges zu sagen. Und dann hätte ich auch noch zwei interessante Meldungen aus der alternativen Mainstream-Presse, die wir vielleicht auch noch mal angehen könnten, was, glaube ich, ziemlich interessante Diskussionspunkte werden könnten. Was ist denn die alternative Mainstream-Presse? Ja, die alternative Schrägstrich-Mainstream-Presse. Ach so. Robert, erzähl doch mal, was für ein Kongress warst du, was ging da ab? Also am Wochenende war der Kongress, der Krisenkongress in Regen, veranstaltet wieder mal vom Regentreff. Da bin ich ja seit Jahren, das ist ja mein Heim und Hof, Haus und Hof, Vortragsort. Da war der Lars Konarek war da, der ist ein Survival-Trainer, der hat ziemlich coolen Vortrag gehalten über Überlebenstipps im Wald. Was passiert, wenn jemand einfach, wenn es nichts mehr gibt, man muss raus, man ist auf der Flucht, der hat so einen Inch-Rucksack, I never come home, INCH, Inch-Rucksack hat der gepackt, so nach dem Motto, wenn du jetzt plötzlich raus musst in Bürgerkriegszuständen und sowas, also es ist schon die ganz große Szenarienkiste, die da gezeichnet haben, aber es war mal ganz interessant, ja, wie gesagt, die Niki Vogt hat erzählt, wie man sich ernähren kann, was man alternativ machen muss, wie man schmerzfrei ein Huhn vom Leben in die andere Welt befördert und so weiter. Also es war ziemlich interessant, aber wen ich da ganz toll fand, war der Peter Denk. Peter Denk ist vom Krisenrat.info der hat auch das große Bild gezeichnet über die Situation, wie wir sie jetzt haben und verfeinert über die Brisanz der aktuellen Lage, die wir jetzt haben. Geschmückt natürlich auch mit ein paar interessanten Punkten in die Richtung, was hat denn die NASA alles noch in petto? Also ich meine, die echte NASA sagt jetzt zu irgendwelchen Bildauswertern, dass da Offenheiten sind, genauso wie mit Apollo und so weiter. Also es gibt einiges, was da auf uns zukommt und es könnte auch in Richtung Disclosure gehen, also dass man uns mit dem Thema außerirdischer Bedrohung in naher Zukunft konfrontiert, weil er auch also Werner von Braun hat kurz vor Ende seines Lebens auch davon gesagt, ja, man wird uns in Zukunft mit Staatsterrorismus versuchen zu beeinflussen und wenn das dann nicht mehr zieht, wird man die ultimative Karte ziehen, um die NWO einzuläuten und das ist dann die Bedrohung von außerhalb. Wenn so quasi die Menschheit kollektiv bedroht wird, Independence Day szenariomäßig, dass sich dann alle Grenzen auflösen und die Menschen in ein großes Kollektiv wandern, die sogenannte NWO sozusagen. Ja, die Planetenbedrohung oder Asteroidenbedrohung kommen. Ja, da sind wir jetzt gerade quasi. Sind wir gerade dabei. Also das läuft so auf diese Richtung hin und also ich fand es ziemlich interessant, was er da gesagt hat. Und vor allem, er hat natürlich auch über die Hintergrundmächte gesprochen, dass es eben keine Chorknaben sind, sondern dass da knallharte Satanisten sitzen einfach. Ja, wir sind hier vom Fach, wir haben uns lange mit dem Thema beschäftigt, wie wir jetzt alle in unserer Runde hier sitzen. Ich glaube,
wir erzählen uns da gegenseitig nichts Neues, wenn wir sagen, dass da zutiefst okkulte Mächte und dunkle Kräfte hier am Wirken sind. Für diejenigen, geliebte Hörer, die jetzt gerade zuhören, die das noch nicht gehört haben, nachrecherchieren, lernen, dazulernen, das hilft dann nur noch. Aber wenn man einmal diese, kapiert man eben auch, dass da diese Kräfte ja nicht auf der lichten Seite stehen. Sagen wir's mal genau so. Darauf wollte ich ja hinaus, als ich fragte, wer passt ja an diese Muster, die du gerade erzählt hast, jetzt mit dem Planeten, den sie entdeckt haben und so weiter und so weiter. Das passt ja alles in diese sogenannten Prophezeiung hinein. Ja? Jetzt dann erschreckend. Ja, erschreckend sogar, wie krass diese Prophezeiungsgeschichte da gerade passiert. Oder aber die inszenieren das so, dass es sich mit den angeblichen Prophezeiungen deckt. Das meine ich ja. Thema auch. Also alles das, was ja in vielen Büchern schon seit Jahrzehnten teilweise steht, welche Strategien sie verfolgen, dass man dort Stück für Stück darauf, der ja auch genau belegen kann, dass es dort diese Endzeit-Sekten gibt, die sozusagen diese Prophezeiung auch erfüllen wollen, ja, weil sie halt ihren Messias wieder sehen wollen. Und davor muss, wie schon vorhin gesagt, die Erde halt in Blut und Asche liegen, ja, in einem Blutstrom untergehen. Ja, das ist schon, ja, das, wir werden ja nicht... Ich hab übrigens ein Interview mit Wolfgang Eckert auch aufgezeichnet. Wir haben doch hier dieses Projekt, das Speaker's Corner in München, und ich habe es gerade hier auf meinem Schnittplatz liegen. Das ist noch nicht ganz fertig und muss noch ein bisschen Verpackung hin, Vorspann, Abspann und so weiter, Farbkorrektur und alles, was halt dazugehört zum Schnitt. Wenn das online ist, da spricht er auch in dem Interview drüber, warum er das gemacht hat, weil er gedacht hat, hey, ich habe da eine geile dieser Welt geschrieben, hat erkannt, das hat überhaupt keinen Sinn. Die Leute wachen einfach nicht auf. Schlafschafe und zu diesem Kongress. Hinten hat dann eben auch in dem Kongress gesagt, ja, so, es gibt doch diese Debatte, und nicht Debatte, diese Situation momentan, dass die ISIS, IS, wie sie auch immer heißen, dass die den Tempel in Palmyra in Syrien gegenwärtigen, dass niemand von der ISIS ganz klar Marionetten der globalen Strukturmächte oder der globalen Machtstrukturen, besser gesagt, aber Zionisten, ja, sag immer, wäre die Kacke nicht am Dampfen, wüssten wir nie, was das Gute ist. Je schlimmer die Situation, desto besser werden die Leute. Und ich glaube, dass sich das am Ende dann irgendwo ausgleicht. Und es ist, du hast immer die gute Seite, Zidane, es erwachen immer mehr Leute, das ist ja auch exponentiell zu erkennen, vielleicht nicht so, wie wir es gerne hätten, aber dennoch. Und auf der anderen Seite ziehen halt die Terroristen und die Bilderberger und wer auch immer nach. Und ich glaube, irgendwann wiegt sich das dann so auf, dass es zu irgendeinem großen Event kommt und der Zyklus wiederholt sich mal wieder. Und ich glaube nicht, dass wir das zum ersten Mal machen. Das sehe ich ähnlich. Beim letzten Mal hieß es Atlantis und davor, glaube ich, Lemuria. Jetzt heißt es Amerika, davor, oder? Ja. Nein, aber das ist wirklich einer der wichtigsten Gedanken auch. Ich möchte da kurz mal einhaken auch, und weil viele Leute, die sich in diese Thematik hineinbegeben, bekommen so eine natürliche Abwehrhaltung, weil man kann gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte, wenn man sich mit diesen ganzen satanischen Blutdielen beschäftigt. Also jeder von uns hat diesen Weg vielleicht mal gemacht, aus innerem Interesse raus oder einfach nur aus großem Verständnis willen, das zu verstehen zu wollen. Aber es ist wohl das große Bild, was man da sehen muss, dass diese dunklen Kräfte notwendig sind für die Entwicklung von uns Menschen. So bizarr und so komisch das auch klingen mag, ja. Also von dem her gesehen ist das wohl eine total wichtige Entwicklung, die hier stattfindet. Also ich finde es jetzt natürlich nicht toll, dass in den letzten 6.000 Jahren 3 Milliarden Menschen geschlachtet worden sind in 15.000 Kriegen. Das sind so die aktuellen Zahlen, die ich mal irgendwie bei David Icke aufgeschnappt habe, ja. Finde ich jetzt auch nicht so toll, aber offensichtlich braucht unser Kollektiv das Ganze.
Weil nur so können wir dann vorangehen. Ja. Wie kann sich das Licht als Licht erkennen? Es braucht Dunkelheit. Wenn alles Licht ist, woher weiß ich, was ich bin? Ich erzeuge Schatten und Dunkelheit, damit ich mich abgrenzen kann. Zitierst du gerade Neil Donald Walsh, oder? Ich habe keine Ahnung, mir ist das irgendwann eingefallen. Nein, das ist nämlich exakt die Textpassage von einem Autor, der behauptet, Gott spricht mit ihm. Und selbst wenn er sich das nur ausgedacht hat, ist es göttlich, was er schreibt. Und das gibt es auch als Kinderbuch. Die kleine Seele spricht mit Gott, heißt es. Klingt jetzt super profan, aber das ist wirklich genial und das fängt dann irgendwie so an, so nach Motto, ich bin das Licht, sagte die kleine Seele. Und dann sagt Gott zu der Seele, ja, woher weißt du das denn, dass du Licht bist? Wenn alles um dich herum nur auch Licht ist, dann kannst du es ja gar nicht wissen. Und so wird in diesem Buch, in diesem Kinderbuch, wird versucht, Kindern zu erklären, warum es denn so etwas gibt wie böse Menschen, Verbrechen und Krankheit und Tod und solche Geschichten. Ja, also das Leben als universeller Spielplatz zum Lernen, zum Erfahrungsaustausch. So in diese Richtung, glaube ich. Das ist ja der Grund, warum ich auch mich da Tom Who Knows genannt habe, weil das war eher so mit Fragezeichen, Rufzeichen, weil ich bin irgendwie der Ansicht, dass jeder dieses innere Wissen hat. Jeder von uns weiß das auf einer gewissen Ebene und das verbindet uns alle. Die meisten, viele erkennen das früher, die anderen später, aber im Endeffekt, jeder weiß, was, wie, wann zu tun ist. Und deswegen lehne ich mich zurück und weiß, das wird alles gut werden. Wir können es vielleicht nicht Stand jetzt erkennen, aber wir werden in, was weiß ich, 10, 20, 30 Jahren zurücksehen und drüber lachen, treffen uns dann hier im Skype und sagen, erinnerst du dich noch damals, was haben wir uns alle angeschissen? Bilderberger und so, puh. Also... Ich meine, ich muss mal von meiner Seite mal auch sagen, als ehemaliger Privat- und öffentlich-rechtlich Radiomoderator, ich muss mich mal auch fragen, ist das, ich habe mal zufällig wieder Radio gehört in einem Auto und natürlich die Nachrichten kamen und ich frage mich, ist das grundsätzlich, ist das alles, was in Nachrichten kommt, immer negative Schlagzeilen? Meine Frage wäre, ist das, wenn diese negative auf positive Einstimmungen über das Gutes, was in der Welt passiert, was das für eine Wirkung an die Menschen haben würde? 3 Tage positive Nachricht und die Welt ist anders. 3 Tage, nicht länger. Die Leute würden sich in der U-Bahn belächeln, würden ganz normal sich austauschen. Ich glaube sogar, eine Rede von irgendwem jetzt von uns, 25 Minuten an das Gewissen der Leute, an jeden Sender, dass die ganze Welt das hört, oder zumindest nur Europa, und ich glaube, die Welt wäre am nächsten Tag eine andere. Bin ich fest davon überzeugt. Meinst du wirklich, dass das mal eine mentale Änderung mal für die Menschen tun würde, Robert? Definitiv. Wenn es aus der Glotze kommt, oder ist doch die Wahrheit, oder? Hast du mich jetzt gerade gemeint? Das war ja, Robert. Also allgemein, ja. Boah, weißt du, das ist die Masterfrage, die ich mich schon so lange stelle. Warum bin ich eigentlich hier? Warum sind wir eigentlich hier? Was soll der ganze Scheiß eigentlich? Ja, wieso? Was machen wir hier überhaupt? Und es gibt ein Buch, das ist jetzt total off-topic, dieses Buch, aber dieses Buch hat mich vollkommen darin bestätigt, dass ich da eigentlich richtig liege. Und das ist das Buch von diesem Gehirnchirurg, der in ein Koma gefallen ist und dann eine Nahtoderfahrung gemacht hat. Proof of Heaven. Dr. Eben Alexander von Amerika war ein Gehirnchirurg oder ist ein Gehirnchirurg, der jahrelang Menschen am Kopf operiert hatte, und öfters ist es passiert, dass die Menschen nach der OP zu ihm gesagt haben, Herr Doktor, ich war auf der anderen Seite, ich habe sie gesehen, wie sie an mir rumgeschnippelt haben und es war wunderschön. Und er hat immer gesagt, ja, passt schon, Reizreaktionskisten im Kopf, chemische Kurzschlüsse, das Gehirn, wenn auf Masse gelegt wird, versucht der Geist das irgendwie zu interpretieren, passt schon. Und dann ist er 2008 ins Koma gefallen durch eine ganz seltene Form der Meningitis. Er hatte also Kolibakterien im Kopf, die ihm das Gehirn eigentlich lahmgelegt haben für immer. Die Mortalitätsrate von diesem Mann war 97%, also sprich, er eigentlich müsste sterben in so einem Zustand. Und wenn er überleben sollte, dann nur schwerst behindert mit größten Gehirnschäden, also sprich gelähmt, sitzt im Stuhl, sabbert und kriegt nichts mehr mit davon. Das war die günstigste Prognose. Und der Mann ist aufgewacht als medizinisches Wunder, ohne Spätfolgen, ohne Schäden, ohne neurale Defekte, und hat ein Buch geschrieben über das, was ihm passiert ist. Zum einen, was ihm medizinisch passiert ist, weil er als Arzt natürlich genau analysieren konnte, was da eigentlich gerade passiert ist. Ein medizinisches Wunder. Und dann hat er im zweiten Teil, oder das wechselt sich immer so ab, ein Kapitel faktisch, medizinisch, ein Kapitel spirituell, was hat er erlebt auf der anderen Seite. Wow. Und dieses Buch habe ich gelesen als ich die Chemotherapie gemacht habe vor 2 Jahren, vor 2,5 Jahren, okay? Mhm.
Und da habe ich natürlich auch mir Fragen gestellt, so, okay, was ist jetzt, liebes Universum? Bleibe ich hier? Bleibe ich nicht hier? Werde ich gehen? Muss ich schon gehen? Was ist, wenn ich gehen muss? Und so weiter. Und als ich dieses Buch gelesen hatte, da war mir auf einmal alles klar irgendwo. Das Leben ist eine Illusion. Wie wir hier jetzt so internetmäßig und super technisch verknüpft sind, wir träumen alle, meine Freunde. Das ist alles nur eine Illusion. Wenn wir sterben, dann wachen wir auf und sind wieder da, wo wir eigentlich herkommen. Und das ist, glaube ich, der eigentlich große Grund, dass das eigentlich große Thema. Es gibt keinen Tod. Es gibt ihn nicht. Es gibt viele Erfahrungswege bis dahin, aber es gibt keinen Tod. Absolut. Das ist eine Illusion. Und das ist, glaube ich, die größte Illusion von allen, die es gibt. Also ich würde dich noch ein bisschen berichtigen. Es gibt auf jeden Fall einen Tod, gibt es, aber der Tod ist kein Ende, sondern ein Anfang. Ja, okay, natürlich. Also es gibt den Tod des menschlichen Lebens. Irgendwann wird man... Es ist eine biologische Tod. Ja. Irgendwann, du wirst auf jeden Fall immer merken, dass irgendwas passiert. Permanent. Es wird keinen... einmal nicht nichts geben. Genau. Und das Tolle ist, jeder wird es erfahren. Jeder von uns, jeder Mensch auf dieser Welt wird irgendwann erfahren, was Sache ist. Keiner kommt raus. Keiner, nicht mal Rockefeller. Nicht mal Rockefeller. Also seitdem mir das bewusst geworden ist, ne, dass es den Tod, so wie er uns programmiert wird, nicht geben kann, definitiv nicht geben kann, weil ich habe mir nicht nur den Kollegen, von dem du gerade gesprochen hast, angeguckt. Es gibt auch da sehr, sehr viele andere Forscher, zum Beispiel Pim van Lommel ist ein guter, den man in deutschsprachig auch anschauen kann. Und es gibt halt tausende von Nahtoderfahrungen, die du nachlesen kannst, und die ganze Astralreise, außerkörperliche Erfahrung, Geschichte so, deutet sehr, sehr klar und deutlich darauf hin, dass der biologische Körper nicht das sein kann, was uns ausmacht, im Endeffekt, unsere Innerstes ausmacht. Und seitdem ich das weiß, habe ich zum einen eine ganz, ganz, ganz tiefe Urangst verloren. Also die ist einfach weg. Und zum zweiten freue ich mich schon wie Sau auf den Moment, wenn ich hier meinen biologischen Körper abgeben kann. Ja, so, was kommt jetzt? Auf so, voll jeden gespannt. Fall. Was passiert jetzt? Das ist das Nonplusultra-Erlebnis in meinem Leben. Oh, ja. Bis dahin wird es na klar noch schöne Momente geben. So. Und da bestehen auch noch bestimmt viele Aufgaben bis dahin. Aber auf den Moment freue ich mich sowas von, heute schon. Das kann man kaum beschreiben. Das weiß man nicht so laut, das kommt viel schneller sonst. Das Universum hört dir da genau zu. Gell? Hier, du hast noch eine Aufgabe, du hast einen kurzen zu Hause. Das habe ich auch gerade gesagt. Dann, aber wenn es soweit ist, dann einfach on to the next round. Und auf einmal schlüpft der Boris wieder. Schwupps, was kommt jetzt? Auf einmal kommt er irgendwo raus. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, weil wenn man überlegt über die christliche rede darüber, dass das Sterben ist immer eine traurige Sache. Nee, das stimmt nicht. Also das hat irgend so ein behinderter Kaiser, Konzil von Nizia... Was ich sage, der christliche Glauben hier ist, dass das Sterben ist eine traurige Sache. Der neue, bis zum zweiten Papst, glaube ich, war es sogar ja schriftlich irgendwie belegt oder haben sie gelehrt, dass es Reinkarnationen gibt. Konzil von Nizia wurde es gestrichen halt und vorher war das ganz klar drin. Seitdem ist es halt raus. Leben nach dem Tod, Wiedergeburt, so gibt es nicht mehr. Amen. So, was machen wir jetzt? Boris hat mal gerade mal meine Schlusswort gesagt. Ja, ich hab noch ein cooles Thema. Und zwar habt ihr mitgekriegt, diese Görlitz-Erdmann-Geschichte so. Die haben da angeblich die Kartusche der Pyramiden abgekratzt. Und ja, natürlich. Hallo. Ja, diese beiden sollten dafür verknackt werden. Fünf Betreuer von denen, die staatlich organisiert waren, was alles total legal war, sind dafür erstmal abgegangen im Bau. Ich glaube, die wurden jetzt irgendwie rausgelassen. Mhm. Das habt ihr alles mitbekommen. So, und dann haben wir eben schon über Bluebeam gesprochen. Bluebeam sollen ja auch alte Artefakte auftauchen. Jetzt ist ja seit kürzester Zeit gratis Ding im Umlauf. Es wurden Scans gemacht von Kammern, die bisher noch nicht aufgemacht wurden. Und da wurde organisches Material hintergescannt und anorganisches oder was auch immer. Und eigentlich sollte am 1. April auch, sehr symbolisch, am 1. April sollte da quasi eine Pressekonferenz zu veranstaltet werden von den Ägyptern, von der Altertumsbehörde da, ist aber dann verlegt worden. Vielleicht war es doch... Es gab aber eine. Ja, aber die haben aber nur gesagt, weitere Ägypter, also alles, was sie präsentieren wollten, haben sie halt verschoben. Stimmt.
Ja, und da ist, finde ich, auch nochmal sehr, sehr spannend. So, man weiß ja auch, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, dass dort sehr, sehr viel, auch wo da die Revolution war, sehr, sehr viel rumgeackert und rumgedoktert wurde rund um die Pyramiden. Dann haben die Amis irgendwie komischerweise das ganze Plateau eine Zeit lang bewacht und sowas. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr, was kommt dabei raus? Ist es denn wirklich real oder ist es so eine Gantenbring-Schacht-Geschichte, die dann live präsentiert wird, aber eigentlich schon vorher klar war, was gefunden wird oder auch nicht gefunden wird? Nefrotete kommt zurück. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Echt, und dann Nefrotete, wer sich mit dir genau auseinandergesetzt hat, die an eine Gottheit nur glaubt haben und so weiter. Also ich glaube, dass die ausgebuddelt wird. Und ich glaube, dass das Disclosure kurz bevorsteht. Robert, was auch immer sie finden. Robert, ist auch dein Thema. Was sagst du dazu? Ja, das ist der heißeste Scheiß, ne? Wie die Jugendlichen ihn heutzutage sagen. The latest shit. Also ich scanne die Nachrichten und warte auf die große Enthüllung, dass da endlich was gefunden worden ist. So in Richtung Disclosure auch ein bisschen. Ja, muss ja gar nicht mal so groß sein, aber zumindest, dass es da weitergeht, dass man Dinge erkennt, so, ja, Leute, wir müssen da umdenken. Vielleicht waren die Ägypter doch schon viel früher da oder wir haben das falsch verstanden. Wir müssen das neu datieren. Die Pyramiden sind doch schon vielleicht 15.000 Jahre alt und so weiter. Also so ein Event, wo dann alle plötzlich mal genau hinhören, weil sie sagen, aha, so Wissenschaft ist also wirklich nur der aktuelle Stand des Irrtums und jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer, okay? So. Wir sollten aber nie dabei vergessen, so dass dass dort auch gerade in Ägypten so, dass das auch oft zur Desinformation benutzt wird und schon in diesem heute schon erwähnten Project Bluebeam, was ja wirklich eine alte Geschichte schon ist, das hat man schon Anfang der 90er rausgefunden, dort steht es ja auch drin, nicht nur Inszenierungen irgendwie am Sternenhimmel und so weiter, sondern eben auch gewisse archäologische Dinge, die auf einmal auftauchen und grundsätzlich muss man da vorsichtig sein, gerade in Ägypten, weil das auch wirklich logenmäßig tief durchsetzt ist. Und ja, hallo, zeige ja was. Plateau, wer darf wo graben, was wird gezeigt, was wird nicht gezeigt. Das müssen wir auf jeden Fall im Kopf behalten. So. Well, ja, auf jeden Fall. Well, Gentlemen, ich habe mal hier so eine Fund jetzt, die gerade neulich in Wissenschaft und Geister hier berichtet wurde, ist. Und die Frage ist das, ob das mal eine Teil von Project Bluebeam oder nicht ist, das liegt an euch jetzt mal zu entscheiden. Denn Archäologen haben in der Mongolei eine ungefähr 1500 Jahre alte Mumie entdeckt. Und soweit ist da nichts daran Ungewöhnliches. Aber was ungewöhnlich an dem Fund war, der in 2803 Meter Höhe im Altaigebirge gemacht worden ist, sind allerdings die Schuhe der Mumie. Ne? Denn die sehen aus, als wenn das mal ein paar Adidas-Tonschuhe sind. Das ist doch Dingens hier. Das ist Marketing-Gag. Das ist doch Marketing-Gag, oder nicht? Nein. Ich meine das ganz ernst. Schick mal den Link, bitte. Warte mal. Neben der weiblichen Mumie, die vermutlich aus den Türkik-Kultur angehört. Frank, wir haben darüber gesprochen, Türkik-Kasarier. Ne? Und das Land, was eigentlich bewiesen worden ist, die existiert ist, wo angeblich die mitteleuropäischen Juden herstammen, wurden unter anderem noch eine Sattel, Zaumzeug und Tonvase sowie eine Holzschale und ein Trog sowie eine Eisenkessel gefunden. Und laut Experten handelt es sich mal um die erste vollständige Türkik-Bestattung, die in der Mongolei entdeckt worden ist, mit Adidas-Tonschuhe drauf. McFly ist zurück. Ich meine das ernst. Also das steht hier drin. Jetzt ist meine Frage, sind diese Tonschuhe eine Teil von Project Bluebeam, die daneben gegangen ist? Oder ist das mal hier was Wahres? Ne? Na, da sitzt der jetzt. Ich hab das Bild gerade vor mir. Ich auch. Das ist McFly. Nee, ich schick euch mal einen Link und ihr könnt mir das selber angucken hier gleich. Warte, ich poste. Aber das ist so, also der Link ist, let me see, was ist das? Schuhe wie von Adidas, Archäologen finden in der Mongolei 1500 Jahre alte Mumie. Das ist überall zu finden, denke ich mal.
auf jeden Fall, ja, das, you know, wenn man spricht hier über Sachen, weil wir haben auch eine Sendung, Frank und ich, über Project Bluebeam gemacht. Und man hat darüber gesprochen, dass man wird Entdeckungen machen, die darauf hinweist, dass wir außerirdische Leute hier angeblich von uns, von dieser ganzen Scheiß, was mal passieren sollte, retten würden. Was eigentlich mal auch eine große Illusion sein soll und der letzte Schritt, um das neue Weltreligion zu sein. No? Ja, wird weil, die Cache Foundation gut reinpassen jetzt. Ja, wenn man spricht über diese Chemtrails, was interessant ist, ist, dass bei diesen Chemtrails würden so unter anderem Barium und noch eine Chemikalie gefunden. Das tut mir leid. Ich bin soweit nicht alle meine Papiere hier. Wir haben darüber gesprochen und man kann das mal nachhören in die Project Bluebeam Sendung. Aber es geht darum, ist, dass diese beiden Chemikalien sind nur da gefunden, wo Hologramme projektiert werden. So, das ist dann eine andere Sache, die man natürlich in Frage stellen muss. Inwieweit spielen die auf oberster Niveau mit unseren Köpfen und wie niedrig? Ne? You know what I mean? Mhm. Es ist die Frage immer, ob sie es wirklich steuern, ob da nicht die Sonne ihre eigene Agenda hat. Ja. Schwer zu beantworten, irgendwie. Tja, denke ich mal auch, ne? Also, es ist interessant, diese Project Bluebeam ist wenn man hört, was die Leute dort mal alles erzählen und was mal in diese YouTube-Videos mal gezeigt wird. Also das ist wirklich einerseits erstaunlich und man fragt sich natürlich, naja, ist das alles möglich, das hinzukriegen? Und da komme ich mal dann zurück, Robert, über diese Sache, was du mit Frank darüber gesprochen hast, über 9/11. Und da gab es mal auch einen Militärbericht, was ich gesehen habe über die neue Phantoms, dass die von sich eine hologrammische Bild abwerfen können, um gegnerische Feinde abzulenken von die wahre Flugzeug. Na, und das ist dann auch dann wieder eine Frage, ist das, was wir gesehen haben mit diesen zwei Flugzeugen, war das eine holographische Darstellung oder hologrammische Darstellung? Ich meine, dass man mit dieser eine Flug, die linke Flügel, die hinter der Gebäude plötzlich verschwindet. Ich denke, das ist ziemlich bekannt bei euch. Ne? Ihr habt mal das mal sicherlich denn gesehen. Man fragt sich in Wirklichkeit, wie das, inwieweit ist das alles mal wirklich möglich? Ne? Also. Und übrigens, was hat zu 9/11 nochmal gerne reinschmeißen wollte, ist, dass ihr muss mal unbedingt Brookhaven, Long Island anschauen. Weil Brookhaven, Long Island hat auch eine Geheimmilitärbasis, die offshore, beziehungsweise in Long Island zu finden ist, die so ähnlich ist wie CERN. Und das Witzige dabei ist, ist, dass das von einer Aerial-Foto, du siehst, dass diese Teil liegt in einem Kreis unter Erde und hinter einem der Gebäude unheimlich viel Kabel und Röhren aufgebaut und so weiter und so fort. Und wenn du ziehst diese eine Linie mit Google Earth über diese beiden Gebäude, erst teilt dieser Kreis, wo diese geheime Militärforschungslaboratorium ist. Und wenn du das ziehst entlang bis nach Manhattan, landet das genau zwischen die beiden Twin Towers. So, das ist auch eine interessante These, dass man mal angucken kann. Das ist so eine ähnliche Funktionalität, so wie CERN in Brookhaven und wie ich gesagt habe, eine direkte gerade Linie zwischen die beiden World Trade Center Towers. So, ob das mal ein Spiel damit gehabt hat, das ist auch mal eine ziemlich interessante Sache. Yeah, freaky NASA-Stuff hier, Alex. Passt genau in die Sendung rein, ja. Genau, und Leute, es ist 21.55 Uhr und der eine oder andere von unseren Kollegen hier aus der Runde wird dann so gegen 22 Uhr auf,
hier auschecken aus dieser Runde. Und eine Frage möchte ich aber noch an den Robert Stein richten auch. Es ist auch im Chat mal aufgekommen, der User irrelevant 00 hat mal angefragt, so allgemein, hey, Bilderberger Treffen in Dresden, was machen wir alternative Medien da? Robert, kannst du dir vorstellen, da irgendwie eine Aktion zu machen, da hinzufahren, von dort zu berichten? Oder was machen wir jetzt in Deutschland mit diesem Bilderberg-Treffen? Wir als alternative Medien. Wenn es sich ergibt, werde ich da auf jeden Fall hinfahren. Ich bin voll Feuer und Flamme bei diesen Sachen. Ich habe noch ein paar andere wichtige Sachen am Start. Weißt du genau das Datum, wann das ist? Wann war das nochmal? 9. bis 12. Juni. Ja, da bin ich da bin ich super verplant. Also wenn das Verschwörung. Hast du schon eine Einladung bekommen oder was? Nee, ich habe einen super wichtigen Termin. Ich schneide da meinen Abschlussfilm. Ich mache doch eine Schule gerade, meine Filmschule, und ich bin genau in dieser Woche habe ich meinen Schnitt. Ich drehe vorher einen Kurzfilm und den Abschlussfilm muss ich da schneiden, also so richtig mit IHK-Prüfung und allem. Und da ist diese Prüfung angesetzt, sonst wäre ich da schon hochgejuckelt. Aber ich nehme mal an, dass das Team von Nuviso, die ja räumlich so gar nicht so weit weg sind, auf jeden Fall vor Ort sein werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich weiß aber auch, dass allein wegen den Bilderberger nur ein verschwindend kleiner Teil von Menschen, also wirklich wenige Leute wegen Bilderberger dahin kommen. Jeder, der auftaucht, ist natürlich super, aber da müssten 200.000 Leute die Stadt lahmlegen. Stellt euch das einfach mal vor, weißt du, Million People March, ja, so 200.000 oder 1 Million Menschen belagern die Innenstadt von Dresden und keine Limousine, niemand kommt rein oder raus. Dann müssten die alle mit Hubschrauber kommen. Das wäre natürlich auch noch geil, ja. Haha, jetzt ruft gerade der Höfer an. Ist das geil. Gentlemen, hier, Entschuldigung, dass ich mal so reinschnalle hier, aber ich würde mal von meiner Seite mal abdanken und Robert natürlich mal an dich erstmal. Es hat mich sehr gefreut, mal mit dir ein bisschen zu plaudern, na, wenn man das so bayerisch sagen darf. Und auf jeden Fall eine Gruß in die Runde. Und Tom, hat mich auch sehr gefreut, mal mit dir auch mal zu unterhalten. Und Frankie, wir sehen uns mal morgen hier bei Radio Emergency. Boris und Micha, vielen, vielen Dank für die Einladung. Man, und ich freue mich auf die nächste Sitzung. Ich muss mich mal leider abtreten und mich jetzt um das Music from the Vault Sendung bei Radio Emergency kümmern. Und ich wünsche euch mal eine angenehme Woche. Bis das nächste Mal, dass wir uns hören, Leute. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Alles klar. Vielen Dank, Alex. Danke, Alex. Danke, Alex. Ciao. Tschüss. Ciao. Aber was wir versuchen könnten, ist, wir müssten eigentlich alle nur kanalisieren auf das. KenFM, alle Netzwerke, Österreich, Deutschland. Einfach mal alle unter einem Banner dorthin. Ja, du weißt doch, wie viel Streit da untereinander ist oder was da schreit, wie viel Zerwürfnis da ist. Also ja, aber das ist ja das. Wie wollen wir die Welt retten, wenn wir nicht mal untereinander klarkommen? That's das ist it. So. Genau, das ist es. Aber stimmt schon, man könnte bestimmt schon was auf die Beine bringen. Ich meine, TTIP, ja gut, ich meine, das war jetzt kompakt so, die da 250.000 Leute auf die TTIP-Demo gebracht haben. So, die sind halt auch nicht unbedingt ja, so sauber, wenn man die mal genau betrachtet. Von allen Seiten. Aber da könnte man bestimmt schon ein paar Leute hinbringen. Aber die Stadt dicht machen, das wäre mal was Geiles. Ja, Bilderberger ist ja alles. Du kannst TTIP, Rammstein, was auch immer. Dort musst du hin, wenn du demonstrieren willst wegen dem Thema. Dort sitzt die Brut. Ich meine, hier ist der Gedanke auch absolut klar naheliegend. Das ist jetzt hier in Deutschland. Wir sind alternative Medien. Und ich meine, wir reden die ganze Zeit. Da könnten wir dann auch irgendwie vor Ort hingehen. Auch hier im NASA-Salon ist es ja auch die Grundidee, dass wir eben verschiedene Medien auch zusammenbringen und gucken, können wir da nicht vielleicht sogar gemeinsam was machen? Ja, definitiv. Die andere Frage ist natürlich, je größer wir eine Art Gegenbewegung dort in Dresden starten würden, desto größer wäre natürlich auch das Risiko für eine False Flag. Ja, dann muss das halt unter einem guten, der Spirit muss halt passen. Je früher du das medial, sag ich mal, Alternativmedien irgendwie ankündigst, je früher da wir alle an einem Strang ziehen mit allen Netzwerken, desto einfacher wird's. Die braucht eine lange Vorlaufzeit. Wir dürfen vielleicht nicht gegen die Bilderberger demonstrieren, sondern für etwas, ja? Ja, alle mit Herzen.
So richtig. Wir nehmen euch alle in den Arm. Liebe Merkel, komm mal her, ich drücke dich ganz fest. Dickes B müssen wir alle rumtragen. Damals, 2005, haben die Autos, die dicken Limousinen, hatten alle vorne ein großes B in der Windschutzscheibe drinstecken. Das war so das Codewort, das Signalwort für die Polizisten und Straßenkontrollen und so weiter. Also alle mit einem dicken B und ein Herzchen drumherum oder so. Ich soll euch übrigens ganz dicke vom Frank Höfer grüßen, der hört uns gerade zu. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück. Ja, bestimmt. Also mal gucken, was da alles passiert. Ja, aber wobei ich halte Bilderberg nicht für die Essenz des regierenden Establishments. Ja, das wollte ich auch sagen. Da wird die Marschroute an das Fußvolk rausgegeben. Ja, das ist halt so vorgeschoben. Ja, so, wenn ich da oben NWO wäre, ich wäre bestimmt nicht auf irgendeinem Treffen und würde wichtige Sachen besprechen. So. Die laufen in kleinen Hinterzimmern, in kleineren Grüppchen ab. So. Das, ah, Moment. Kissinger und Rockefeller würde ich jetzt nicht als unbedeutend sagen. Ja, kommen. Unbedeutend die tauchen nicht, immer aber, auf. Ja, ja, das stimmt schon. Aber Herr Dr. Scholten von der österreichischen Kontrollbank? Also der Präsident oder der Obermarkt. Also bei Bilderberg sieht man, finde ich, immer ganz gut, was die nächsten Monate so ungefähr in welche Richtung es gedrückt wird. Beim letzten Mal war, glaube ich, war neben Google war auch Facebook da und man sieht ja jetzt so, wo die Sache hingeht, so die sozialen Netzwerke werden mehr überwacht und da wird mehr spioniert, der Bürger ausspioniert so. Und das kann man, finde ich, schon ganz gut sehen, aber also auch so für die großen Massen so ist es vielleicht erstmal ein Wink mit dem Zaunfall, sich da oder da mal einen Blick drauf zu werfen und sich mal damit zu beschäftigen, wer sich da trifft, wie das sein kann, was die da machen und wo das Ganze herrührt. Aber so im Endeffekt, so die Bilderberge, ich glaube, die wichtigen Entscheidungen werden an anderen Stellen getroffen und auch von Leuten, die nicht unbedingt Rockefeller und wie auch immer heißen. Wäre nur symbolisch. Ich glaube, dass da schon die oberste Elite auch kommt, aber die meisten von den Teilnehmern von den 120 sind halt dann die Befehlsempfänger. Ja, ja. Da trifft die eine Pyramidenebene, trifft die untersten Pyramidenebenen. So sehe ich das irgendwo. Und dann darf halt auch mal Steinbrück, darf halt mal hin und auch der Özdemir und der Westerwelle und so weiter, die dürfen halt dann auch alle mal hingehen, ja. Genauso ähnlich sehe ich das auch. Also ich meine, es ist nicht die einzige Organisation, es ist auch nicht die erste, die Bilderberger gibt es erst seit den 40ern, während die ganze Geschichte ist ja schon viel länger am Laufen. Aber es ist heutzutage schon eine wichtige Schnittstelle, weil wir haben natürlich dort auch immer Teilnehmer aus dem niederländischen Königshaus. Ich meine, Prinz Bernhard, das waren dann die Leute, die das gegründet haben in Bilderberg, ein Hotel in den Niederlanden. 57 war das übrigens, 1957. Genau, also da ist eine Schnittstelle auf jeden Fall vorhanden. Und also so gesehen ist das in der heutigen Zeit spielt das schon eine große Rolle, würde ich sagen. Auf jeden Fall eine große Rolle, aber ich glaube nicht die entscheidendste. Weil viele setzen ja die Bilderberge quasi als Kopf des Bösen da oben hin. Und ich glaube nicht, dass es so ist. Also die Leute, die wirklich der Kopf sind, die kennen wir weder mit Namen noch Gesicht. Da stimme ich ja voll zu, es ist eine Schnittstelle. Aber umso wichtiger wäre es ja für uns, irgendwie dorthin zu weisen, weil genau hier sehen wir, wie von wirklichen Eliten, also so Royals und was auch immer da genau dahinter steckt. Die Königshäuser also kommen ja auch alle. Die Kommandos in die politische, in die wirtschaftliche Ebene kommen. In das Weltliche, weißt du, ins Hier und Jetzt. Also was dann auch für uns, egal ob du jetzt in Österreich oder in New York oder in Deutschland bist, was dann halt umgesetzt wird, was auf der Agenda steht, das ist schon sehr wichtig. Genau dort mal Licht reinzubringen. Und zum Weiteren ist es natürlich auch, ja, da also ich will jetzt echt keine Panik schüren, aber grundsätzlich heutzutage muss man echt auch immer so diesen False Flag Gedanken in der Hinterhand haben. Ja. Und das könnte eben auch dort, es ist eben nicht die allerhöchste Spitze der Pyramide, weißt du? Ja, es wäre symbolisch interessant. Du brauchst dir nur vorstellen, stell dir vor, wir finden irgendwie so ein großes oder ein, zwei Busunternehmen in Deutschland. Wir machen einfach so Gruppenfahrten mit Bussen und fahren dort alle hin aus Österreich, Deutschland, Schweiz. Es ist ja nicht so, dass wir mittlerweile das nicht organisieren könnten. Also, und Bilderberger, vorher kannte es noch keiner. In Österreich gab es das Bilderberger Treffen, die Hälfte der Leute hat nicht einmal, mehr sogar, 90% haben nicht mal gewusst, was das ist. Also das 8, ist es ja. 90%. Okay, verzeih. Ich glaube sogar noch weniger wissen es, ja. Ja, vielleicht können wir das irgendwie vertiefen. Die wäre auf jeden Fall irgendwie interessant. Mhm. Aber hey, Jungs, ich muss hier auch mal ein Schlusswort in die Runde werfen. Ich wollte mich an dieser Stelle echt bedanken, dass ich bei euch da teilnehmen durfte. Es ehrt mich sehr, dass ich mit euch da so einen gemütlichen Plausch machen kann. Ich hoffe doch, dass das nicht zum letzten Mal war und ich würde mir wünschen, dass das Feedback und auch die,
die Resonanz ist das Gleiche, dass das in die Richtung geht, dass ihr auch Bock habt, das weiterzumachen. Also genau das ist es nämlich, das zu vernetzen, das Zusammenbringen, das zu erkennen, dass man nicht allein ist mit dem ganzen Scheiß, ja. Und das macht so viele Leute viel, viel einfacher. Also Hut ab an die ganze Technik. Danke Micha, danke Boris und alle anderen, dass ihr das auf die Beine stellt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß, egal was da passiert. Alles klar, vielen, vielen Dank, Robert. Lass uns ganz kurz noch die letzte Frage an dich. Was gibt's jetzt Neues von dir, Steinzeit TV? Auf was können wir uns da freuen? Hast du da noch ein bisschen Infos für uns? Ja, wir drehen im Mai, haben wir 2 Drehtage wieder. Ich fahre wieder extra hoch. Es sind noch etliche Sendungen, die wir noch in petto haben. Machil Abdelaziz war da. Der hat tolle Sachen erzählt und ich bin ja hier bei der Speakers Corner, da haben wir auch noch 4, 5 Interviews, die wir auf Halde haben, die ich gerade schneide. Killis Moore hatten wir im Interview da gehabt, der wird über sein neues Album reden. Dann der Wolfgang Eggert, der Rico Albrecht, Martin Wildung von der Stimme Gegenstimme hat über RFID-Chips ein Interview bei uns gegeben. Also viele Projekte, die am Start sind. Und wie gesagt, halt meine Schule ist jetzt gerade das Allerwichtigste. Da bin ich jetzt gerade in der Endphase. Prüfung steht jetzt bald an. Deswegen fahre ich jetzt auf vielen Hochzeiten, gerade mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Aber geiler Weg, geiles Ding. Und mich gibt es noch. Und wenn das Universum mich lässt, dann werde ich dem System ganz schön in den Arsch treten noch in Zukunft. Ja, alles klar. Vielen Dank, Robert. Viel Erfolg weiterhin und wir bleiben natürlich in Verbindung und ja, yes, sir. Das wird natürlich roll, nicht baby. die letzte Sendung gewesen sein, sondern das werden wir natürlich weiter fortführen, diese Geschichte hier und mit unserer Schwarzanstalt. Also extrem männliche Männergrüße an die Runde hier, ja. Alles Gute, danke, Jungs. Robert. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Schönen Abend. Ciao, Robert. Ja, alles Gute, Robert. Ciao. Ciao. Ja, dann lasst uns doch auch generell langsam zum Schluss kommen. Wir hatten ja gesagt, 1,5 bis 2 Stunden. Ich weiß, wenn wir zusammen sind, könnten wir natürlich ewig quatschen. Aber wir wollen natürlich noch ein paar weitere Schwatzanstalten durchziehen. Wie sieht das aus? Habt ihr noch sonst ein paar Themen, die wir noch zum Schluss ein bisschen bearbeiten wollen? Und dann? Ich habe noch ein paar Schlagzeilen hier. Okay. Also warte mal, ich habe auch unbedingt noch eine genau. Frage. Micha, du hast noch gar nichts gesagt zu dem Thema. Und eigentlich war die Frage ursprünglich ans Kulturstudio gerichtet. Hier, wie sieht's aus? Bilderberger, kannst du dir vorstellen, irgendwie eine Kulturstudio-Sendung dort zu machen, irgendeine Präsenz. Derjenige, der das geschrieben hat, hier Irrelevant 00, hat da auch gemeint, du hast da auch hier schon Außensätze oder ihr habt Außensätze gemacht mit dem Spirit of Health Kongress und so und das hat den Leuten so gut gefallen und fragen die Leute an, könnt ihr sowas auch bei Bilderberger machen? Ja, das Problem ist, dass wir wahrscheinlich nicht so dicht rankommen werden an die Bilderberger, wie wir es bei Spirit of Health gemacht haben mit anderen Protagonisten. Wie gesagt, muss ich schauen. Ich bin mir noch nicht sicher, ich muss erstmal den Termin sowieso auch nochmal checken. Ich weiß das nur auch erst gerade seit gestern oder so, wann das ist. Mit dem Gedanken habe ich zwar sicherlich schon gespielt, aber ich muss das muss ich mir nochmal genau durch den Kopf gehen lassen, wie man das organisatorisch hinkriegt und so weiter und auch technikmäßig und. Da gibt es ja so viele Punkte, die da berücksichtigt werden müssen, wenn man sowas macht. Vielleicht kann man das ja auch zusammen machen, weißt du, Frankie? Vielleicht hast du ja Bock, dann auch mitzukommen oder Alex mitzukommen und so weiter. Vielleicht können wir da ja auch gemeinsam was starten und so ein paar Sachen dort einfangen, Impressionen. Und ich meine, wie gesagt, dass wir da irgendwie rankommen, das ist ja klar, das ist ausgeschlossen. Also es sei denn, du bewirbst dich nochmal irgendwie als Kellner in dem Hotel bis dahin. Ja, absolut. Brief Dankies sind schon im Sparbereich, ne? Ja, genau. Na, wer will das sehen, weißt du, ich meine. Die Nachricht ist ja relativ neu. Also ich habe das auch erst gestern gehört. Ich habe mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber klar, ich meine, wir hier in Chemnitz, wir sind ja noch näher dran an Dresden. Und muss man es auch mal durch den Kopf gehen lassen, was man da am besten machen könnte. So. Also lustig wäre es bestimmt und informativ wäre es auch bestimmt. Wie gesagt, muss man mal schauen, ne? Es ist halt, was mir vielleicht auch im Kopf rumgeistert, lass mich euch das erzählen hier, es ist so eine abgefahrene Story. Ich höre öfter auch mal so international Talkradio und so und da habe ich vor kurzem was gehört mit Ole Dammegaard. Ich weiß nicht, ob ihr Ole Dammegaard kennt, das ist ein Däne und der sich spezialisiert hat, jahrelang, hat auch ein riesen fettes Buch geschrieben, Coup d'État in Slow Motion. Der hat sich jahrelang darauf spezialisiert, auf politische Morde, angefangen mit dem Mord von Olaf Palme, dann übers Kennedy-Attentat und so weiter. Und der hat halt dort so ein Netzwerk
CIA kontrolliertes Netzwerk von Killern herausgearbeitet, die halt da an allen möglichen Dingen am Start sind. Seit Jahrzehnten so, ja. Und jetzt, was hat das jetzt hier mit dem Bilderberg zu tun? Der Ole Dammelgaard hat diese Story erzählt im Radio. Ich bin mir nicht mehr sicher, in welcher Show das jetzt war. Aber er hat die Story erzählt, dass ein großes Treffen von internationalen Politikern, ich weiß nicht, es war nicht Bilderberg, aber irgendeine andere Art von Gipfeltreffen, in Skandinavien stattfinden sollte. Und dort war dann auch ein Gegenkongress geplant von alternativen Medien, mehrere, die dort halt irgendwie Aktionen machen wollten. Und Ole Dammelgaard erzählt selber, er ist dorthin gekommen, eine Woche oder einen Tag oder sowas, bevor dieses Wochenende war, und hat mit Erschrecken mehrere Zeichen festgestellt, dass da irgendwas im Busch sein könnte, weil er eben da so einen langen Blick drauf hat, auf all diese Attentat- und False-Flag-Geschichten so. Und der hat das wirklich so ernst genommen. Der hat dann international in diversen alternativen Medien seine Kontakte spielen lassen, hat gesagt, Warnung, hier rote Flagge, so hier könnte was passieren an diesem verdammten Wochenende. Da sind irgendwie Veranstaltungen geplant, da ist gar keine richtige Security, das ist an einem ganz seltsamen Ort, das ist angreifbar. Hier droht wirklich ganz konkret eine False Flag Aktion, und das hat einiges in Bewegung gesetzt, und es ist dann letztens auch nichts passiert. Und ich habe das erst vor ein paar Tagen gehört, weißt du, und jetzt kommt hier diese Nachricht, Bilderberge, und mitten in Dresden, in der Altstadt, ey, du hast dort Touristen, du hast Hotels, das ist alles öffentlicher Raum, klar, du kannst es da ein bisschen abschnüren, aber warum treffen die sich jetzt da, weißt du? Ja, es wird spannend auf jeden Fall. Also die Möglichkeiten auf jeden Fall zu eruieren ist schon spannend, aber da mal abzuwarten und schauen, was passiert. Aber ich gehe davon aus, dass nichts passiert. Ja, ich denke auch, dass der Fokus einfach dann auch zu groß wäre. Also das hat man ja schon bei einigen anderen Events auch vermutet und so weiter. Gut, man kann das ja auch schwer einschätzen. Ich meine, erinnern wir uns nochmal, wann war die Frauenfußball-WM in Berlin und so weiter. Da hatten wir ja damals, glaube ich, 2011 war das, da hatten wir damals Van Geest bei uns im Interview, der ja praktisch nur rein analytisch sozusagen dann in diesem großen Dossier gesagt hat, dass ein Anschlag halt möglich wäre, ja, weil halt viele Punkte halt auch ähnlich sind, also es wäre nicht ausgeschlossen und so weiter, und da ist auch nichts passiert, da kann man nur sagen, okay, ist vielleicht das dadurch, dass es halt, dass die Alternativen die Aufmerksamkeit auf dieses Ding gelenkt haben, hat man es dann doch nicht gewagt oder so, weiß man ja nicht, ja, kann man ja nicht sagen, oder es war halt doch nicht geplant, ja, also wie gesagt, das bleibt halt, da werden wir wahrscheinlich nie rauskriegen, ja. Das stimmt, das hatten wir schon öfter. Es war in London die Olympischen Spiele auch so. Da gab es ja auch einiges, was wirklich kurios war. So, ja? Also in Zusammenhängen, dort wurde stattgefunden. Das schon alles im Vorfeld, der Straßennamen und so weiter. Wirklich kurios. Und da ist auch nichts passiert. In der Tat, ich will es auch nicht schwarz malen oder sowas, aber es ist halt, wir müssen da hellwach sein. So. Es wird mit solchen Dingen gearbeitet. Und allein schon, dass dieses Treffen in Deutschland stattfindet, Deutschland steht auf der Agenda. Und wir alle wissen, es ist gerade eine sensible Zeit, und so False-Flag-Aktionen oder auch nur Inszenierungen, wenn du willst, solche Dinge werden zurzeit gemacht, und wir müssen da hellwach sein, ne, was da im Juni passiert. Ja, der Fletzeler hat gerade geschrieben, vielleicht sind da auch nur Klone anwesend in Dresden, weißt du? Ja, wer weiß. Weißt du, was ich nur interessant finde? Die Europameisterschaft ist zur selben Zeit, ne? Echt jetzt? Nein, sicher. 10. Juni bis 10. Juli. Also du kannst nicht mit viel Demonstranten dort rechnen, ja, weil die werden alle Fußball schauen. Dann wissen wir jetzt auch, warum die locker mal nach Dresden in die Innenstadt gehen jetzt. Also die wollen so ein Public Viewing oder was? Keine Ahnung. Mal schauen. Ja, Europameisterschaft ist auch so ein Ding. Ja. Das ist ja in Frankreich, und da haben sie auch schon alle Sorge, so um die Sicherheitslage. Naja, schauen wir mal. So, hier, ich hatte noch ein paar Meldungen, die noch sehr lustig sind oder sehr informativ. Zum einen hat ja RT Deutsch zum 1. April sehr offensichtlich, also sehr, sehr, sehr offensichtlich, wenn man den ganzen Artikel liest, einen Artikel über Merkel verfasst, wo ja, quasi Merkel angeschwärzt wurde. Das Ganze wurde dann von der Bild und vom Fokus, also unsere Leitmedien, unseren Top-Leitmedien, aufgegriffen und wurde als Russenpropaganda hingestellt.
Was ich schon mal sehr amüsant finde, also ich gehe sogar davon aus, dass die Idioten wirklich geglaubt haben, dass es jetzt wirklich Russenpropaganda ist. Also so doof kann jetzt wirklich keiner sein. Also unten im Artikel war halt ganz klar und deutlich vermerkt, dass es sich um April-Scherz handelt. Und ich finde es lustig, wie geistesumnachtet die Redakteure oder die Verantwortlichen da bei der Bild und beim Fokus sind, die dann diesen Artikel raushauen. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch noch tausende Nachrichten liegen, aber lasst uns das, wie gesagt, sonst in einer der nächsten Sendungen vielleicht mal ein bisschen besprechen. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Tom, was gibt's bei dir demnächst Neues? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen für dich die Werbetrommel rühren. Was steht bei dir noch so auf dem Plan demnächst? Was können wir von dir noch hören? Also bei mir steht jetzt mal am Plan die Homepage, die endlich mal online gehen sollte. Es ist auch geplant, dass ich ein Interview führe mit Stefan Thiemer. Stefan Thiemer hat sich mit Pyramiden und so weiter beschäftigt. Der kommt gerade mit dem, wie ist der, Klitzke? Heißt der so? Der Axel Klitzke. Ja, genau. Ja, genau. Der war mit dem Klitzke auch in Ägypten und so weiter. Der ist jetzt da zurück von seiner Reise. Da wird es ein Interview geben, beziehungsweise wir werden da was gemeinsam machen. Und ja, meine Peru-Reise, Ayahuasca-Video, da fehlt auch noch eins. Das wird bald kommen, hoffentlich. Das ist auch noch längst überfällig. Also es ist einiges geplant auf jeden Fall. Ah, okay, super. Morgen ist ja wieder Mittwoch. Morgen ist ja die Amok Alex and Frank Stoner Show. Frankie, was gibt's bei euch morgen? Oh, hey, morgen wird wirklich eine ganz großartige Sendung. Wir haben einen Überraschungsgast morgen bei uns in der Sendung. Und zwar nicht via Skype, sondern direkt live bei uns im Studio in Camptown. Ne? Werde ich morgen jemanden beherbergen. Und ich möchte aber den Namen noch nicht raushauen, aber es ist wirklich ein extrem spannender Gast. Und ich freue mich riesig, den Mann morgen überhaupt persönlich auch kennenzulernen. Und werde heute morgen Abend dann, wenn alles gut geht, live bei uns dann im Studio sein. Welche Themen habt ihr dann morgen so? Kann ich nichts dazu sagen. Ja, weil das achso, alles klar. Dann würdest du was zu viel verraten. Ah, alles klar, okay. Gut, okay, na gut, es bleibt spannend, super, okay. Ja, Freunde, Mensch, dann vielen, vielen Dank, dass das alles so super geklappt hat hier. Ja, warte mal, wir haben auch noch was anzukündigen. Ja, Moment, so weit bin ich doch noch gar nicht. Ach, gut dann. Ja, natürlich, klar, wir sind am Donnerstag natürlich auch am Start mit Robert Fleischer. Dort haben wir natürlich das Thema UFOs, Propaganda und Desinformation. Wir werden ein bisschen über Exopolitik sprechen, wenn wir Robert schon mal da haben. Aber Robert hat natürlich auch gefragt, ob sich die Gelegenheit gibt, dass er endlich mal auch Zuschauerfragen beantworten kann, weil er wird natürlich auch mit sehr vielen Mails und Anfragen sozusagen befeuert, ist da ganz klar. Und also die Gelegenheit besteht in dieser Sendung, entweder auch live über OkiTalk dort Fragen zu stellen an Robert Fleischer oder auch im Chat könnt ihr diese Fragen reinstellen. Dann in der Sendung. Wir werden das dann sozusagen weiterleiten und durchgeben. Oder auch, wer möchte, kann das natürlich an news@kulturstudio.info schon im Vorhinein machen und kann dort Fragen uns zuschicken. news@kulturstudio.info. Da könnt ihr wie gesagt, schaut auf unsere Homepage kulturstudio.info. Da stehen auch nochmal alle Informationen zu der Sendung am Donnerstag drin. Und bei Facebook natürlich auch. Ja. Ansonsten, das war's, würde ich sagen. Boris, oder hast du noch was zu sagen? Nee, tschüss. Tschüss. Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank, Tom. Vielen Dank nach Österreich, nach Wien, dass du dabei warst. Danke euch. Und ich denke mal, das wird so das Hardcore-Team sein von unser NASA-Schwarzonauten, ja. Die Schwarzonauten des NASA-Teams hier. Und Tom, Alex, Frankie, Boris und meine Wenigkeit. Und wir schauen mal, wen wir vielleicht als nächsten Gast begrüßen können hier in unserer Runde. Und ich freue mich natürlich auch auf die nächste NASA Nummer 2, die Schwarzanstalt Nummer 2. Ja, vielen Dank an euch alle. Hat mir jetzt viel Spaß gemacht, danke für die Einladung und ich freue mich wirklich, das wird auch sehr coole Sendungen geben, da bin ich fest davon überzeugt. Legendär. Ja, okay. Ja, ich fand, mir war es auch eine Freude und ich hoffe, wir hören uns dann im Mai wieder hier.
Ja, genau. Die nächste Sendung planen wir natürlich dann für den nächsten Monat. Wir schauen mal, wir wissen ja, es haben alle sehr viel zu tun und wir müssen da auch immer einen Termin finden. Wir versuchen natürlich auf dem Dienstag zu bleiben, denke ich mal, vom Tag her. Wir schauen mal, wie wir das einpegeln, ob wir das alle 4 Wochen, denke ich, wäre das realisierbar. Vielleicht wird es auch nicht gleich alle 4 Wochen, wird oder immer alle 5 Wochen. Mal schauen. Wir arbeiten hart dran und versuchen das Format nach vorne zu bringen. Ja, vielen Dank an euch alle. Wünsche euch allen eine schöne Nacht und danke, dass ihr hier wart. Okay, alles klar. Danke auch nochmal an die Zuschauer an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, bis zum Mai, zur nächsten Schwatzanstalt Nummer 2. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Ciao.